So. Damit ist dieser Event offiziell eröffnet. Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, hier im Kongresshaus in Zürich. Ein herzliches Willkommen natürlich auch an all unsere Gäste, die sich online zugeschaltet haben. Mein Name ist Christine Meyer und es ist mir eine große Freude und Ehre, Sie heute im Namen des UBE Center for Economics in Society hier willkommen zu heißen. Ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen dieses Center kennen, deshalb nur ein paar Sätze dazu. Es wurde 2012 gegründet. Es ist ein assoziiertes Institut am Institut für Volkswirtschaftslehre der Universität Zürich und finanziert wurde es seinerzeit durch eine Spende der UBS, die damals ihr 150-Jahr-Jubiläum feierte. Das Center hat zwei Hauptaufgaben. Das eine ist natürlich das Fördern der Studien, der Forschung auf allen akademischen Niveaus. Das andere ist der Austausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik. Und genau diesen Austausch, den wollen wir hier heute pflegen. Und zwar haben wir zwei Panels vorbereitet zum Thema Föderalismus. Das eine Panel trägt den Titel »Steckt der Föderalismus in der Krise?« Fragezeichen, etwas schüchtern in Klammern gesetzt. Das zweite Panel »Föderalismus als Wettbewerbsvorteil oder Hemmschuh?« Darüber werden wir heute diskutieren. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn auch Sie sich aktiv an dieser Diskussion beteiligen können. Wie können Sie das tun? Wir haben einen Mentimeter vorbereitet, das kennen Sie natürlich alles. Da können Sie jetzt Ihr Handy zücken, ob Sie zu Hause sind oder hier im Saal. Sie können ganz geschmeidig diesen QR-Code abfotografieren und nachher an Umfragen teilnehmen, die wir für Sie vorbereitet haben. Oder Sie können während des ganzen Nachmittags Ihre Fragen eingeben. Sie können die Fragen aber auch nachher live in den zweiten Teils der Panels mit Handzeichen hier im Saal eingeben, dann kommt jemand mit dem Mikrofon zu Ihnen. Falls Sie die Fragen via Menti eingeben, dann haben Sie auch noch die Möglichkeit, Fragen der anderen Teilnehmenden mit einem Daumen hoch zu bewerten. Was bringt das? Wir werden nachher die Fragen so einspielen, dass die, die am meisten Daumen hoch haben, zuerst gestellt werden. Da werden wir auch so ein bisschen sehen, wie die Stimmung hier im Saal ist. Eine weitere Information für Hörbehinderte. Dieser Saal verfügt über eine sogenannte induktive Hörschlaufe. Betroffene Personen wissen, was das heißt. Sie können da am Hörapparat schrauben und hören dann alles, was hier diskutiert wird, verstärkt. So viel zum Organisatorischen. Ich freue mich jetzt sehr auf unseren ersten Referenten. Es ist der Stiftungsratspräsident des UBS Center for Economics in Society. Es ist Herr Altbundesrat Kaspar Villiger. Er stand von 1996 bis 2003 dem Finanzdepartement vor. Und in seine Zeit fällt eine große Reform des Föderalismus mit dem neuen Finanzausgleich und die Schuldenbremse, über die wir auch heute immer noch sehr aktiv diskutieren. Herzlich willkommen, Kaspar Villiger. So, schön, dankeschön, dass Sie da sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich möchte Sie im Namen der Stiftung, die das Center finanziert, sehr herzlich hier begrüßen und wir freuen uns, dass Sie zu uns gekommen sind. Ein tückischer Zufall will es, dass unser Wirtschaftspodium schon zum zweiten Mal mit einem krisenhaften Ereignis zusammenfällt, das die Schweiz und die Welt erschüttert. Vor einem Jahr trafen wir uns unmittelbar nach dem Ausbruch des brutalen Angriffs Russlands auf den souveränen Staat Ukraine, der sich zu einem blutigen und grausamen Zermürbungskrieg entwickelt hat, dessen Ende noch völlig offen ist. Und heute stehen wir unter dem Eindruck des drohenden Zusammenbruchs der Credit Suisse, und wegen der durch die gigantische Verschuldung von Firmen und Staaten verursachten fragilen Situation der globalen Finanzmärkte musste in den USA der Staat sogar eine mittlere Lokalbank irgendwie eingreifen, damit nicht eine Krise weltweit ausgelöst worden ist. Und es ist nicht auszudenken, welchen Sturm der Kollaps des Giganten CS versucht hätte. Eine Rettungsaktion wurde unvermeidbar. Und diese ist glücklicherweise gelungen.
Aber immer in der Schweiz, wenn etwas gelingt, kommen nachher alle und sagen, man hätte es natürlich anders machen müssen. Aber das nur nebenbei. Das politische Erdbeben, das die Krise der CS und die Notmaßnahmen ausgelöst haben, dürften uns noch länger beschäftigen. Eigentlich aber ist es, und deshalb habe ich das als Einführung gewählt, eigentlich ist es eine Ironie der Geschichte, dass das UBS Center seine Existenz ebenfalls einer Bankenkrise verdankt. Das Jubiläum 150 Jahre ist eher ein Zufall. Es war die Krise. Sie erinnern sich, dass die UBS damals ins Taumeln geraten war und von Bund und Nationalbank gestützt werden musste. Und alle von uns, die wir damals dem Himmelfahrtskommando angehört hatten, dass die UBS stabilisieren mussten, haben wir eine Art Déjà-vu-Erlebnis und können natürlich auch ermessen, vor welchen enormen Herausforderungen das Management der UBS jetzt stehen wird. Als es uns damals dank hervorragenden Teams gelungen war, die UBS wieder stabil, profitabel und kapitalstark zu machen und die Staatshilfe, das war mir als ehemaligem Finanzminister besonders wichtig, die Staatshilfe zurückzubezahlen mit einem Gewinn für die Steuerzahler, und als Sergio Ermotti in New York die später erfolgreiche neue Strategie präsentiert hatte, beschlossen wir im Verwaltungsrat als Dank für die öffentliche Unterstützung mit der Schaffung des Centers einen bleibenden Beitrag an den Denk- und Forschungsplatz Schweiz zu leisten. Wir freuen uns, dass das von Ernst Fehr konzipierte, er hat mich damals überredet, das ist eine Gabe, die er hat, Leute zu überreden, aber für gute Dinge. Und er hat es auch mit seinen Mitarbeitenden realisiert. Wir freuen uns, dass sich dieses Center sehr erfolgreich entwickelt hat und nun auch schöne Früchte trägt. Übrigens unterstützte der damalige CEO Sergio Ermotti das Projekt mit Herzblut und deshalb freuen wir uns sehr über seine Rückkehr, nicht nur deshalb, aber auch. Trotz der vielen Krisen, die die Schweiz zurzeit in Mitleidenschaft zielen, sollten wir das Nachdenken über die langfristig wichtigen staatspolitischen Ideen nicht vernachlässigen. Und das gilt besonders im 150-Jahre-Jubiläum unserer Bundesverfassung. Und deshalb widmen wir den heutigen Anlass dem Föderalismus, der zusammen mit der direkten Demokratie das wohl prägendste institutionelle Element unserer politischen Kultur ist. Und die Frage, ob er noch zeitgemäß ist, beschäftigt die Politik bei jedem neu auftauchenden Problem wieder von Neuem. Und deshalb lohnt es sich auch, grundsätzlich darüber nachzudenken, was der Föderalismus heute noch bedeutet. Die Helvetik war das grandios gescheiterte zentralstaatliche Experiment der Schweiz. Auf dem Reißbrett verfügte die Helvetik über alle Attribute eines national gestalteten, effizienten Staatswesens. Aber weil sie die vertraute Ordnung über den Haufen warf, vermochte sie die Herzen der Eidgenossen nicht zu gewinnen und endete in der Katastrophe. Napoleon hat dieses Geschehen intensiv verfolgt, er hat es zum Teil auch mitverursacht natürlich, und in Paris am 12. Dezember 1802 hat er sich seit einigen Wochen intensiv mit dem Problem Schweiz auseinandergesetzt. Das Problem war wirklich ein Problem. Und er erklärte an diesem denkwürdigen 12. Dezember einer verdutzten und wahrscheinlich eher kleinlauten helvetischen Delegation der sogenannten Consulta Folgendes. Ich zitiere, glückliche Ereignisse haben mich an die Spitze der französischen Regierung berufen und doch würde ich mich für unfähig halten, die Schweizer zu regieren. Uli und ich wissen, was das bedeutet. Dann diktierte er den Schweizern basierend auf seinem genialen politischen Instinkt in einer heute noch lesenswerten und faszinierenden Rede unsere im Wesentlichen noch immer gültige föderalistische Ordnung. Im Unterschied zur alten Ordnung, allerdings mit gleichberechtigten Kantonen, keine Untertanen mehr und so weiter, und mit den Freiheits- und Menschenrechten der französischen Revolution. Und wenn wir ganz ehrlich sind und die Geschichte ohne Vorurteile betrachten, müssen wir erkennen, dass wir wahrscheinlich Napoleon ähnlich viel zu verdanken haben, wie wir Wilhelm Tell zu verdanken hätten, wenn er denn wirklich gelebt hätte. Nun, wer den Föderalismus verstehen will, muss sich zuerst der Bedeutung von Grenzen bewusst werden. Ohne Grenzen kann keine Gemeinschaft funktionieren, auch kein Staat. Alles, was eine Gemeinschaft zu leisten imstande ist, beruht auf Kooperation von Individuen, die wiederum Rechte und Pflichten haben. Kooperation braucht aber nicht nur Institutionen und Regeln, sondern eben auch Zugehörigkeiten, Loyalitäten, Solidaritäten,
Diese können sich aber nur innerhalb von Grenzen bilden. Grenzen trennen Staaten voneinander und innerhalb von Staaten besteht ein Geflecht von Grenzen zwischen Gliedstaaten und Gemeinden. Aber gleichzeitig sind wir alle Teile vieler anderer Gemeinschaften, von den Religionsgemeinschaften über Vereine eben bis zu den Unternehmen. Und sogar, meine ich, die global und grenzenlos irrlichternden Weltbürger mit ihren grenzenlosen Loyalitäten bilden im Grunde ebenfalls eine begrenzte Gemeinschaft, die hin und wieder den Kontakt zum begrenzten Normalbürger, so hat man den Eindruck, auch hin und wieder verloren hat. Peter von Matt hat festgestellt, dass ein Staat nur beim Vorhandensein gefühlsmäßiger Bindungen durch Grenzen aller Art erfolgreich gestaltet werden kann. Nun, ein funktionsfähiger Föderalismus muss zwei Prinzipien genügen. Erstens muss die öffentliche Aufgabe der Ebene zugeteilt werden, die sie am besten erfüllen kann. Das ist das bekannte Subsidiaritätsprinzip, sehr klar als Prinzip, sehr unscharf zum Umsetzen. Und zweitens sollten jene, die über eine Staatsleistung entscheiden, Bürger, mit jenen, die es bezahlen, Steuerzahler, und jenen, die es nutzen, wiederum die Bürger, identisch sein. Das ist das Äquivalenzprinzip. Und wenn alles das sauber durchgezogen wird, werden die Staatsleistungen bedarfsgerechter und das Preis-Leistungs-Verhältnis wird optimiert. Und gleichzeitig wird die Staatsmacht durch Teilung gebändigt und durch Systemwettbewerb entstehen neue Ideen. Im Kanton wird es erfunden, der andere macht es nach und so weiter. Und Minderheiten und Regionen können ihr näheres Umfeld gemäß ihren Identitäten und Präferenzen selber gestalten. Und alles das würde prima funktionieren, wenn da nicht die lästigen Störfaktoren dazwischen funken würden. Zunächst menschelt es halt überall. Wir Politiker sind meistens nach oben Föderalisten. Wir möchten nicht, dass man uns dreinredet, aber wir sind nach unten Zentralisten, weil wir alles besser wissen als die von der unteren Ebene. Und so hat Bern immer mehr an sich gerissen. Aber leider, ich muss es sagen, Herr Altregierungsrat, haben Kantonsregierungen bisweilen Unangenehmes noch so gerne nach Bern delegiert, weil eben nachher Lobbyieren weniger mühsam als Verantwortung übernehmen ist. Zudem haben sich die Kantonalen mit den eidgenössischen Kompetenzen zu vermischen begonnen, sodass das System verschlammt und Verantwortungen zunehmend verwischt werden. Und Lobbys haben Zentralisierungen sehr gern. Es ist viel einfacher, nur einmal in Bern zu bittstellen, als 25 Mal in der Provinz. Und zudem muss der Föderalismus mit Unterschieden leben lernen, was den fanatischen Gleichmachern ein Gräuel ist. Dazu kommen dann soziodemografische und wirtschaftsgeografische Veränderungen. Wachsende Mobilität fördert das Bedürfnis nach Vereinheitlichung. Wirtschafts- und Lebensräume klaffen auseinander und so weiter und so fort. Weil nun aber die Menschen zu große Wohlstandsunterschiede nicht akzeptieren, müssen sie mit einem Finanzausgleich gedämpft werden. Aber das ist wiederum Quelle epischer Auseinandersetzungen und versteckter Fehlanreize. So ist denn der Föderalismus für die einen der heilige Gral gelebter Staatskunst und für die anderen längst überlebter Kantönligeist. Und es ist der Zweck dieser Veranstaltung, dass Sie am Schluss wissen, wer recht hat. Als Experten für Föderalismusfragen haben wir heute Vertreter und Vertreterinnen der wichtigsten Akteure in diesem Spiel aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft eingeladen. Ueli Maurer war bis Ende des letzten Jahres Bundesrat. Er ist noch so nahe dran, dass er fachlich nach wie vor auf dem neuesten Stand ist. Er hat aber schon so viel Distanz, dass seine freie Meinungsäußerung noch weniger eingeengt ist, als sie schon während seiner Amtszeit von ihm interpretiert worden ist. Als föderalistisches Gegengewicht zur zentralstaatlichen Exekutive, die Ueli Maurer repräsentiert, ist Christian Rathgeb unserer Einladung gefolgt. Er war Bündner Regierungsrat, ist nicht etwa abgewählt worden, sondern fiel einer Amtszeitbeschränkung zum Opfer. Als Präsident der Konferenz der Kantone war er sozusagen der oberste Föderalismusvertreter im Lande. Die Wissenschaft ist durch zwei besonders kompetente Föderalismuskenner vertreten. Lars Feld, Professor an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau und Direktor des Walter-Eucken-Instituts, sowie während Jahren auch Mitglied der legendären sogenannten deutschen Wirtschaftsweisen, ist auch ein Kenner der Schweiz, hat er doch in St. Gallen doktoriert und habilitiert. Und auf die Sekunde, wo ich ihn begrüße, ist er auch hier erschienen. Ich bitte um Applaus. Dann Herr
Christoph Schaltegger, er ist schon dadurch so hochqualifiziert, weil er zu meiner Zeit im Finanzdepartement gearbeitet hat. Er ist Professor an der Universität Luzern und Direktor des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik. Beide Professoren haben zusammen vor einigen Jahren ein wegweisendes Buch über den Föderalismus in der Schweiz geschrieben, das eigentlich jedes Mitglied des Parlaments einmal durchackern sollte. Dass dies nicht der Fall ist, merken Sie tagtäglich der Politik an. Frau Nationalrätin Minli Marti gehört der sozialdemokratischen Fraktion der Eidgenössischen Räte an. Sie vertritt hier sozusagen direkt das Volk, zumindest einen Teil davon, aus freisinniger Sicht hoffentlich keinen zu großen, aber immerhin. Beruflich ist sie Verlegerin und Chefredakteurin einer Wochenzeitschrift. Und Frau Monika Rühl ist Vorsitzende der Geschäftsleitung von Economy Suisse. Als frühere Spitzendiplomatin kennt sie auch die Bundesverwaltung von innen. Sie vertritt jetzt sozusagen die Kraft, die das erarbeitet, was seinerzeit, als sie noch beim Bund war, ihr Salär finanzieren helfen musste. Ich danke Ihnen allen, dass Sie sich Ihre wertvolle Zeit nehmen für unsere Veranstaltung und uns Ihr profundes Wissen zur Verfügung stellen. Und damit gebe ich zurück auf Frau Christine Meyer. Herzlichen Dank. Dankeschön. Und wir bitten zu uns, Sie dürfen gleich weiter klatschen, weil wir bitten zu uns Herrn Altbundesrat Uli Maurer. Das Alt fällt mir bei Ihnen immer noch so schwer. Schön, dass Sie da sind. Willkommen. Ja, geschätzte Damen und Herren, freue mich, dass ich hier sein kann zu einem wichtigen Thema. Und dieses Thema Föderalismus, Herr Bundesrat Filiger hat das angesprochen, geht eigentlich zurück in die Zeit der Staatsgründung der neuen Bundesverfassung 175 Jahre zuvor. Nach dem Sonderbundskrieg war die Frage, wie bringt man das wieder zusammen? Die katholischen Kantone, die reformierten Kantone, da brauchte es ein entsprechendes Gleichgewicht. Und die Diskussion, die in der Zwischenzeit immer wieder geführt wurde, wurde auch damals geführt. Es gab die eher zentralistischen Ideen, die wurden eher von Zürich vertreten. Alfred Escher war einer der Exponenten. Und dann war es das föderalistische Modell, das hat insbesondere der spätere Bundesrat Hans-Ulrich Ochsenbein vertreten. Und das Konzept, das dann entstanden ist, das diskutieren wir heute, der Föderalismus. Es ist der Versuch, einen Ausgleich zu finden zwischen Bund und Kantonen. Unsere Bundesverfassung beginnt ja dann auch mit die Kantone geben sich folgende Verfassung. Also die Kantone haben sich zusammengetan und zusammen eine Verfassung beschlossen. Und in dieser Verfassung haben sie einerseits mit dem Föderalismus ihren Anspruch geltend gemacht und mit der direkten Demokratie. Das sind die tragenden Säulen unseres Staates. Die dritte Säule aus meiner Sicht ist die Neutralität, die ja zurzeit auch gerade wieder diskutiert wird. Dort hat man eher versucht, die Kantone etwas zusammenzubinden, dass sie nicht in Versuchung geraten, einzelne Feldzüge noch zu starten. Aber das sind diese drei Säulen. Und wenn man davon ausgeht, dass ein Staat auf Säulen steht, dann ist es klar, an diesen Säulen darf man nicht rütteln, sonst fällt der Staat zusammen. Und damit ist der Föderalismus einer der Grundkonzepte für das Existieren unseres Staates. Und wenn wir Föderalismus in der Krise schreiben, bin ich nicht der Meinung, dass er in der Krise ist. Das Fragezeichen relativiert ja das vielleicht ein bisschen, aber der Föderalismus ist für die Existenz der Schweiz, für das Erfolgsmodell Schweiz ein wesentlicher Faktor und daran darf meiner Meinung nach grundsätzlich nicht gerüttelt werden. Es ist ein Erfolgsmodell und der Föderalismus mit der Mitsprache der Kantone, das ist manchmal mühsam, gebe das zu, aber es ist das Erfolgsmodell. Eigentlich ist ja der Föderalismus etwas, das sämtlichen Führungsprinzipien widerspricht. Dort sagt man, Entscheid und Verantwortung sind untrennbar. Wer entscheidet, trägt die Verantwortung. Und bei uns entscheidet der Bund, das Parlament und 26 Kantone. Ist eigentlich ein Modell, das gar nicht funktionieren kann, dieses Modell. Und der zweite Grundsatz, den wir in allen Führungslehrgängen lehren, ist, wer zahlt, befiehlt. Und hier in unserem föderalistischen System zahlt jeder etwas.
Und diese Widersprüche sind auszuräumen im Alltag. Sonst funktioniert das nicht. Und wenn wir dann versuchen, unser System ausländischen Freunden zu erklären, dann schüttelt man nach einer Weile den Kopf, weil man nicht begreift, dass das funktioniert. Geteilte Verantwortung, geteilte Entscheide und jeder zahlt ein bisschen und es funktioniert am Schluss. Und es funktioniert ja gut. Ein absolut erfolgreiches Modell. Aber es ist dieser Widerspruch in diesem Modell. Und wir haben versucht, in der Vergangenheit, in der Verfassung, mit Gesetzen, diese Widersprüche zu beseitigen. Ein Entscheid, der zu fällen ist zwischen so verschiedenen Partnern, zwischen dem Kanton Zürich mit 1,4 Millionen Einwohnern und Appenzell mit 20.000 und dem Bund, verschiedenen Kulturen, verschiedenen Sprachen, da haben wir ein Modell entwickelt, das eigentlich funktioniert. Wenn ich das vielleicht einfach kurz noch einmal sage, wenn wir ein Gesetz machen, dann setzen wir in der Regel eine Expertengruppe ein. Die liefert einen Bericht ab. Die Verwaltung gestaltet dann daraus eine Vernehmlassung, einen Entscheid für den Bundesrat. Der Bundesrat gibt dann das vorher, entscheidet in eine Ämterkonsultation in die ganze Bundesverwaltung. Dann entscheidet der Bundesrat. Er gibt dann seinen Entscheid in eine Vernehmlassung zu den Kantonen. Das geht 3 Monate, diese Vernehmlassung. Nach dieser Vernehmlassung gibt es einen Vernehmlassungsbericht. Man stellt fest, wer für und gegen etwas ist. Und aufgrund dieses Vernehmlassungsberichtes entsteht dann eine Botschaft. Die wird dem Parlament zugeleitet und dort beraten im Zweikammersystem. Und das kann bis zum Referendum gehen. Das ist der Weg, um Entscheid und Verantwortung zusammenzubringen. Und dieser Weg ist sehr zeitintensiv. Ein Gesetz, begonnen mit einer Expertengruppe, bis es im Parlament durch ist, sind so 3 Jahre eigentlich die Regel. Das ist unser Zeitbedarf, den wir haben, um Lösungen zu finden, um Entscheid und Verantwortung zusammenzubringen. Dass wir Föderalismus ja heute diskutieren, hat mit der Corona-Krise zu tun. Dort ging es nicht 3 Jahre, sondern 3 Tage, bis wir zu entscheiden hatten. Ich komme darauf zurück. Das ist dieses Element, Entscheid, Verantwortung braucht Zeit, bis man sich eingemittet hat. Damit haben wir gelernt zu leben und leben gut damit. Das 2. Element, wer zahlt, befiehlt, das ist noch etwas komplizierter. Das ist auch keine exakte Wissenschaft. Eigentlich haben wir verschiedene Regeln in Subventionsgesetzen, im Finanzausgleich festgelegt, wer was, wann, wie zu bezahlen hat. Das ist keine exakte Wissenschaft und im Alltag wird immer wieder darum gerungen. Aus Sicht des Bundes wollen die Kantone immer mitreden, aber immer weniger bezahlen. Und aus Sicht der Kantone befiehlt der Bund immer mehr und lässt die Kantone bei den Entscheiden außen vor. Das ist diese Diskussion, die wir immer führen. Sie ist staatspolitisch bedeutend und sie ist staatspolitisch gefährlich, weil es eben auch wieder mit Verantwortung zu tun hat. Wer zahlt, befiehlt, der übernimmt auch die Verantwortung. Wir haben das wiederum bei Corona erlebt. Da haben die Kantone gesagt, wenn ihr das entscheidet in Bern, dann habt ihr zu bezahlen. Und wir haben eher gesagt in Bern, wir haben ein föderalistisches System und die Kantone zahlen mit. Dass es schneller ging, hat dann der Bund meistens bezahlt. Der Bund hat aber auch schon immer wieder diese Zahlungsmeile etwas umgangen. Indem er gesagt hat, wir zahlen etwas mehr, aber wir entscheiden dafür etwas mehr. Das ist dieser Bereich, der staatspolitisch gefährlich ist, weil er erfordert Disziplin. Er erfordert Disziplin, damit man sich an die Regeln hält. Und nicht jedes Mal, aber wenn immer häufiger gemerkt wird, wer bezahlt jetzt was, dann ist das gefährlich für unser System, für die Unabhängigkeit der Kantone und für das föderalistische System. Das ist also unser Föderalismus. Entscheid und Verantwortung zusammenzubringen in einem demokratischen Prozess und die Frage, wer was bezahlt, wird immer wieder ausgemerkt. Jetzt diskutieren wir Föderalismus ja auch im Zusammenhang und rückblickend auf die Corona-Krise. Und in dieser Corona-Krise kamen neue Elemente in diesen Bereich des Föderalismus, die wir in diesem Ausmaß eigentlich noch nicht gekannt haben. Das erste, das kennen wir auch aus anderen Bereichen,
ist die internationale Anpassung, der internationale Druck. Und Corona hat das ein Stück weit natürlich vorgegeben. Ich erinnere mich, wie wir diskutiert haben, ob jetzt der Abstand zwischen den Personen 1 Meter, 1,20 Meter, 1,50 Meter oder 2 Meter sein soll. Wo haben wir uns hier anzupassen, um nicht aufzufallen oder nicht abzufallen? Das sind Details, aber sie haben uns beschäftigt. Und diese Anpassung, der Anpassungsdruck auf die souveräne Schweiz und damit auch auf den Föderalismus, Bund zu den Kantonen, das ist ein Element, das in dieser Corona-Krise zum Tragen kam. Es kommt ja auch in anderen Bereichen immer wieder zum Tragen. Wie viel Souveränität behält sich die Schweiz vor und wo passt sie sich an? Aber gerade diese Diskussion, die fast im Wochenrhythmus stattgefunden hat, hat das System des Föderalismus stark belastet und die Kantone zum Teil dann eigentlich aus der Entscheidung geworfen. Der Bundesrat hat dann entschieden, ob es 1,50 Meter oder 1,20 Meter ist und wo Maske und wo keine Maske. Föderalismus hat da nicht mehr funktioniert. Wäre wahrscheinlich auch nicht besser geworden. Aber der internationale Einfluss für Harmonisierungen ist eine Gefahr für den Föderalismus, weil er die Entscheidung der unteren Stufe etwas infrage stellt. Das ist das erste Element, das dazukam in dieser Corona-Krise. Das zweite Element sind Experten. Sie kennen die Geschichte rückblickend noch. Es gab noch nie, soweit ich weiß, so starken Einfluss von Expertenmeinungen, die die Entscheide des Bundesrates beeinflusst haben. Sie erinnern sich vielleicht, ich bin da nicht gerade fast vom Stuhl gefallen, aber ich habe mich wirklich überlegt, ob das stimmt. Herr Bundesrat Persi hat einmal in einer Pressekonferenz auf eine Frage eines Journalisten gesagt, man hat gefragt, was macht der Bundesrat? Dann hat der Bers gesagt, das wird nicht der Bundesrat entscheiden, sondern die Experten. Und da kommen wir wieder zur Frage von Entscheid und Verantwortung. Und die Experten haben in dieser Frage enormen Einfluss genommen. Das war am Anfang auch noch verständlich, weil man rechnete mit Tausenden von Toten. Und wenn es Tote gibt, dann tritt man eher einen Schritt zurück. Die Verantwortung hier zu übernehmen ist dann etwas schwieriger, dann sind es eher die Experten. Aber diese Frage belastet den Föderalismus auch. Welchen Einfluss haben die Experten? Wie sind sie anzuhören, wie sind sie einzubeziehen? Und Experten aus meiner Sicht haben nie recht, wenn sie das ganze Spektrum bestreichen müssen. Experten sind eben Fachspezialisten und sie können einen Teil beurteilen, aber sie können dafür keine Verantwortung übernehmen. Aus dieser Situation sind wir meiner Meinung nach nie herausgekommen. Bis am Schluss haben Experten diesen Bereich eigentlich betont. Das ist auch anzuschauen. Und das letzte Element, das störend war und den Föderalismus auch belastet hat, ist, dass die Medien, im Besonderen den Blick, wenn man das deutsch und deutlich nennt, eigentlich vorgegeben hat, was zu entscheiden ist. Also er hatte die Informationen ja offensichtlich aus der Verwaltung. Das hat dann dazu geführt, dass man sich kaum mehr getraut hat, etwas anderes noch zu sagen. Das war die zusätzliche Einflussnahme. Zu den Schwierigkeiten, kurze Zeiten, die Experten, die von außen kamen, der internationale Einfluss und der Einfluss der Medien. Nun bin ich aber der Meinung, der Föderalismus funktioniert als Instrument. Und wir haben dort, wo wir Schwächen erkennen im Föderalismus, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Das erste ist die zeitliche Verhältnisse. Wir werden in Situationen, wo der Bundesrat oder der Bund direkt auf Notrecht, auf der Verfassung reagieren muss oder in außerordentlichen Lagen, haben wir Regeln aufzustellen, wie dann der Prozess läuft. Jetzt war es fast so, bis man die Experten angehört hat und die Experten in der Bundesverwaltung, dann kamen noch die Kantone. Und ich hatte manchmal das Gefühl, in Bern, die Kantone waren nicht mehr Teil der Lösung, sondern Teil des Problems, weil sie in letzter Minute immer noch etwas eingeworfen haben. Also müssen wir Prozesse definieren, wie man unter Zeitdruck trotzdem Lösungen findet und das macht. Nun beruht die Bundesverfassung auf der Zeit der Pferdekutschen.
Heute haben wir Informatik und es ist möglich, innerhalb von Minuten die entsprechenden Leute zusammenzubringen zum Gespräch. Das müssen wir verbessern. Da müssen wir Standards entwickeln und vor allem muss das auch geübt werden. Das muss geübt werden, weil sonst können wir es nicht, sonst verlieren wir zu viel Zeit. Man diskutiert ja zurzeit die Schaffung eines Stabes des Bundesrates. Ich bin nicht sicher, ob das funktioniert, weil die Gefahr ist wieder, dass die Verantwortung aufgeteilt wird. In einer solchen außerordentlichen Situation hat zu entscheiden, wer die Verantwortung trägt. Stabsarbeit, ja, die können schauen, dass der Stundenplan funktioniert, dass die Sitzungszeiten reserviert werden, dass die Informatik funktioniert, dass Protokolle verfasst werden. Aber das muss geübt werden. Aber im zeitlichen Bereich haben wir technische Möglichkeiten, die es ermöglichen, diesen Ablauf viel, viel kürzer zu machen und das einzubeziehen. Wahrscheinlich müssten wir dafür auch eine Art, weiß nicht, Verordnung oder wo auch immer, festlegen, damit alle wissen, von was wir sprechen in außerordentlichen Situationen. Jetzt sind wir wieder in einer außerordentlichen Situation mit der CS. Der Bundesrat entscheidet auf Notrecht und das Parlament mit einer Sondersession wird dann Wochen später auch noch den Senf dazugeben. Und das ausgerechnet in einer Zeit vor den Wahlen. Da spielen dann die Parteiprogramme fast die größere Rolle als die Rettung der Banken. Das ist ja dann die Gefahr, die wir haben. Und wir sollten auch für solche Bereiche Lösungen haben, die man abrufen kann. Und noch einmal, das muss trainiert werden. Das muss trainiert werden. Die Herren erinnern sich im Militär, es braucht nicht gerade einen absoluten Automatismus, aber wenn sauber in 3,8 Sekunden vier Räder wechselt im Rennen, dann muss auch der Bund bereit sein, zwei oder drei Tagen eine Lösung zu finden. Muss einfach trainiert werden, das kann man. Ich glaube, das ist das Wichtigste, der zeitliche Aspekt. Entscheidungsträger haben sich von den Stabsarbeit zu befreien, das sind Automatismen, das kann man machen. Man muss frei sein für Entscheide. Bundesräte beispielsweise müssen sich in Kommissionssitzungen entschuldigen können, vertreten können. Das Parlament duldet das fast nicht. Dann sitzen sie einen ganzen Tag dort und hören ab, was sie schon längst wissen, oder? Aber für das Parlament ist es wichtig, sie wollen den Bundesrat, da müssen Prioritäten gesetzt werden, dann gehört ein Stellvertreter in eine Kommission und Bundesräte und Regierungsräte befassen sich mit diesem Problem und mit nichts anderem. Dann bekommt man auch einen klaren Kopf und kann Entscheide fällen. Also außerordentliche Situationen erfordern eben außerordentliche Bereiche. Es braucht dann Stundenpläne, es braucht einen Terminplan über Wochen und Monate. Jetzt haben wir, wenn ich das in Erinnerung habe, stundenlang wieder telefoniert, wer wann noch an einer Sitzung teilnehmen könnte. Geht so einfach nicht in außerordentlichen Situationen. Das muss im Voraus gemacht werden. Das kann man alles entsprechend standardisieren. Und dann ist die Frage zu regeln, wie Experten einbezogen werden und welche Experten einbezogen werden. Da haben wir immer nur eine Gesundheitsexpertenkommission gehabt, die hat diesen Bereich angeschaut. Ich erinnere mich immer an die Kurven, die da kamen, von den künftigen Toten, die wir zu gewärtigen haben. Also hat Angst eingebrockt, mindestens am Anfang. Und hier muss der Expertenbereich muss auch breiter werden. Wir brauchen mehrere Meinungen, um dann richtig entscheiden zu können. Und der Bundesrat kann nicht zurücklegen, auch die Kantone nicht, und dann die Experten machen lassen. Experten haben nie recht, sage ich jetzt etwas provokativ, weil sie einen zu wenig breiten Horizont haben. Und etwas Zentrales und Wichtiges am Schluss, die Information. Die Information muss aus einer Hand kommen und sie darf nicht immer wieder unmittelbar vorher oder nachher durch Experten korrigiert werden. Vielleicht müsste man auch, ich bin ja gar kein Freund des Fernsehens und Radio, aber vielleicht müsste man für solche Situationen auch irgendwo eine Regelung finden, dass es ein Sendegefäß gibt, in dem die Regierung einmal sagt, was Sache ist, regelmäßig in einem geordneten Bereich. Das müsste man sich ebenfalls überlegen. Und jetzt habe ich wenig gesagt zu den Kantonen. Ich habe persönlich hervorragende
Erfahrung gemacht in der Zusammenarbeit mit den Kantonen, sehr effizient, sehr gut strukturiert, immer rasch Lösungen gefunden. Ich glaube, das ist weniger eine Frage Verhältnis Bund-Kanton, sondern der Personen, die sich verstehen, die sich kennen und dann die Wege kurz halten und sich auch austauschen können. Aber die Kantone sind immer Teil der Lösung und sie dürfen nicht zu einem Teil des Problems werden. Das war manchmal etwas der Fall und dann bocken sie mit der Zeit, oder? Wenn man sie dann nicht mehr so ernst nimmt. Oder am Schluss kommt es dazu, dass der Präsident einer Direktorenkonferenz einfach am Samstagabend noch alleine entscheiden muss, weil er niemanden mehr sprechen kann. Da haben die Kantone mit ihrer Kritik Krieg gehabt. Sie waren meiner Meinung nach sogar sehr zurückhaltend. Der Bund muss die Kantone ernster nehmen. Er muss ihnen die entsprechende Zeit einräumen, damit sie mitentscheiden können, damit sie auf dem gleichen Wissensstand sind. Aber das sind nicht Fragen des Instrumentes des Föderalismus, sondern das sind Fragen der Handhabung dieses Instrumentes. Also zusammengefasst, Föderalismus ist ein gutes System für die Schweiz. Es gibt kein besseres, tragende Säulen, aber in besonderen Situationen haben wir Lösungen zu treffen, vorzubereiten und zu trainieren, damit wir auch in außerordentlichen Lagen in diesem System rasch und zielgerichtet reagieren können unter Einbezug aller Verantwortlichen. Besten Dank. Dankeschön. Dankeschön. Und ich bitte Frau Millimatti und Herrn Rathgeb auf die Bühne. Sie dürfen gleich hier neben dem Bundesrat, Ex-Bundesrat, Platz nehmen. Vielleicht haben Sie noch was zu sagen wegen dieser Kommissionsarbeit. Schauen wir dann mal. Ich möchte Ihnen gerne unsere Gäste vorstellen. Wir haben Frau Millimatti bei uns, Verlegerin, wir haben es bereits gehört, von Herrn Kaspar, der linken Wochenzeitschrift PS, Verwaltungsrätin Energie 360 und seit 2015 für die SP im Nationalrat. Dort ist sie aktuell Mitglied der Kommission für Rechtsfragen der Sicherheitspolitischen Kommission und der Gruppe Parlaments IT. Schön, dass Sie da sind. Wie erklären Sie jemandem, der oder die überhaupt keine Ahnung hat vom politischen System in der Schweiz, wie der Föderalismus so funktioniert bei uns? Möglichst kurz und knapp. Das ist eine schwierige Frage und wir hatten jetzt zwei wunderbare Vorträge, die das eigentlich erklärt haben. Ich kann das nicht besser erklären und ich finde es auch schwierig, in fünf Sätzen zu machen. Das war die aber Vorgabe. Ich denke, es ist ein System, das versucht, alle einzubinden, die Verantwortung zu teilen und wo es eine Kompetenzteilung gibt zwischen den verschiedenen Ebenen in einem System, das sehr austariert ist. Mhm. Als Nationalrätin, wann hätten Sie sich zuletzt wegen des Kantönlich-Geists die Haare raufen können? Ich meine, der Föderalismus ist jetzt nicht unbedingt ein politisches Thema, das jetzt das Blut so in Wallung geraten lässt. Ich denke, der Kantönlich-Geist ist etwas, das kann ärgern, aber es gehört zur DNA unseres politischen Systems. Das letzte Mal geärgert habe ich mich beispielsweise bei der Abstimmung zur Konzernverantwortungsinitiative, wo wir ein Volksmehr hatten und das Ständemehr hat dieses Volksmehr gekippt. Das ist relativ selten, dass das vorkommt. Der vorletzte Fall war der Familienartikel, als es um die Förderung der familienexternen Betreuung ging, wo es ebenfalls ein Volksmehr gab und das Ständemehr diesen Familienartikel verhindert hat. Und dort haben wir, zum Glück ist das selten, wenn das häufiger der Fall wäre, müsste man sich überlegen, ob das funktioniert. Und es wirft einfach die Frage auf, ob der Föderalismus oder mindestens die Vertretung der Kantone oder die Aufstellung der Kantone, so wie sie damals im Postkutschenzeitalter definiert wurde, ob die noch stimmt, ob jetzt der Appenzell Innerrhoden wirklich so viel mehr Gewicht haben soll als die Stadt Zürcherin. Das sind Fragen, die wir schon immer wieder diskutieren sollten. Ob wir sie dann für alle befriedigend lösen können, ist natürlich die andere Frage. Sie sind ja auch Mitglied in Kommissionen. Warum wollen Sie, dass die Bundesräte da den ganzen Tag bei Ihnen verbringen? Gut, es ist immer die Frage, es ist auch eine Frage,
von Macht, oder? Wer hat eigentlich das Sagen? Ist es quasi der Bundesrat, der entscheidet, oder ist das Parlament eigentlich über dem Bundesrat? Ist es das Parlament, das entscheiden sollte? Und wir hatten jetzt natürlich eine Reihe von Fällen, wo das Parlament de facto ausgeschaltet war. Also wenn wir Notrecht haben, hat das Parlament nicht viel zu sagen, bis gar nichts. Und da gibt es natürlich auch in einer Krise das Bedürfnis des Parlaments, hier mitbestimmen zu können. Das ist natürlich für die Exekutive lästig, das kann ich nachvollziehen, aber ich denke, für auch die Akzeptanz der Entscheide und der Strategie ist es nicht schlecht, wenn man versucht, die Kräfte einzubinden. Ob man jetzt bei jeder popligen Vorlage wirklich in der Kommission sein muss, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber es geht um eine Frage auch der Wertschätzung. Okay, wir lassen das jetzt mal so stehen. Sie haben noch die Frage nach der Macht aufgebracht im Bund. Ich komme dann gleich nochmal darauf zu sprechen, möchte Ihnen aber erst Herrn Christian Rathke vorstellen, Altregierungsrat FDP Graubünden. Wir haben es gehört, nicht abgewählt, sondern der Amtszeitbeschränkung zum Opfer gefallen. Sie treten aber dann für den Nationalrat an. Im Herbst haben wir lesen können, von 2020 bis 2022 Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen. Er ist Anwalt, er hat an der Universität Zürich einen Lehrauftrag im Bereich kantonalem Staatsrecht, forscht im Bereich Staatsführung auf Stufe Kanton, ist Institutsrat im Institut für Föderalismus an der Universität Fribourg. Also Sie sind ja ein ausgewiesener Föderalismusexperte im Bereich Praxis, Lehre, Forschung. Wie erklären Sie jemandem ganz kurz und simpel das föderalistische System der Schweiz? Ja, guten Abend, geschätzte Damen und Herren. Es ist die beste Staatsform, die es gibt. Es ist die Staatsform, die die Ausübung der demokratischen Rechte für uns Bürgerinnen und Bürger am besten verwirklicht. Es braucht nur einen Blick zu werfen in andere Länder. Es ist eine Staatsform, die mit Bund, Kantonen und Gemeinden auf drei verschiedenen Säulen beruht, nach Prinzipien die Arbeit organisiert. Wir haben sie schon gehört, das Subsidiaritätsprinzip ist eines der wichtigsten Prinzipien in diesem Staat, oder das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz, das wir anstreben müssen, ist einer der wichtigsten. Ein System, das Innovation fördert, das in den Laboren, in den Kantonen neue Möglichkeiten der Vorgehensweisen experimentell verwirklichen lässt, wo man lernen kann. Aber es ist ein System, das systemimmanent Ineffizienzen hat, ein System, das manchmal mühsam ist, das schwierig ist, das aufwendig ist, das ist der Preis. Genau, das war jetzt nicht ganz kurz und simpel, gell? Ich grätsche jetzt ein bisschen rein, schnell. Es sind fünf Sätze, aber mit vielen Kommas. Mit vielen Kommas, genau. Sagen Sie ganz kurz, als ehemaliger Regierungsrat, worüber haben Sie sich mehr geärgert, wenn der Bund zu sehr eingegriffen hat oder wenn Sie am Kantönligeist gescheitert sind? Ich habe mich genervt, wenn es nicht funktioniert hat. Das war sowohl beim Bund wie auch bei uns. Und es war meist so, dass diejenigen, die einfach ihren Job nicht gemacht haben, denen es zu bequem war. Wir haben es vorhin gehört von Bundesrat Maurer in den Fragen der Finanzen, der finanziellen Unterstützungen, die sich gestellt haben in der Krise. Da habe ich nie irgendetwas von Kritik am System gehört. Es hat funktioniert, wir sind zusammengesessen, wenn es auch am Sonntag war bei Bundesrat Maurer im Büro. Wir haben sehr effizient, zielgerichtet zusammengearbeitet. Es lief über die Finanzdirektoren und die Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz, der Föderalismus in diesen Fragen hat gut funktioniert. Meine italienischen Freunde im Süden des Kantons, grenzen wir an Italien, die haben noch längst auf die versprochenen Mittel gewartet, als wir längstens den Bürgerinnen und Bürgern die Mittel ausbezahlt haben für den gleichen Sachverhalt. Also ich habe mich genervt, wenn das System gescholten wurde, der Föderalismus gescholten wurde, es aber an denjenigen, die eben vielleicht zentralistisch eingestellt sind oder zu faul oder zu bequem waren, es nicht funktioniert hat. Und solche gibt es im Bund wie auch in den Kantonen. Würde das heißen, dass, wenn Sie sagen, es sind die Menschen, Sie haben auch gesagt, Herr Fehl, es menschelt halt, es fehlt ein bisschen an der Disziplin, da könnten wir uns eigentlich das ganze Panel schenken und sagen,
die Leute können einfach Föderalismus nicht mehr heute. Ich glaube, es braucht eine Identifikation mit dem System, sonst kann man in diesem System nicht turnen. Für mich ist es, man könnte es als große Turnhalle sehen, unser Staatswesen mit vielen Turngeräten, an denen wir vor allem wir Politikerinnen und Politiker turnen, und nur weil einzelne von uns oder wir manchmal nicht fit sind, kann man nicht die Turnhalle anzünden. Also das System funktioniert, das System ist lernfähig, das System muss immer wieder weiterentwickelt werden. Es wurde gesagt von Bundesrat Wahrung, wir müssen die Lehren aus diesen Erfahrungen ziehen. Das System muss weiterentwickelt werden, und zwar rasch. Wir können uns nicht erlauben, in der nächsten Krise dieselben Führungsfehler zu machen wie jetzt. Aber dazu darf man nicht zu bequem sein. Es ist anstrengend, 26 Vernehmlassungen auszuwerten, wenn man das halt am Montag oder Dienstag machen muss. Aber es gehört zum System. Es geht doch nicht, dass einfach nur Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren befragt werden, wenn Regierungen die Meinungen abgeben sollen. Aber die Regierungen müssen auch schnell sein. Also es ist nicht das System, sondern es sind diejenigen, die im System arbeiten, die das System zum Leben erwecken können, und zwar, dass es gut ist und funktioniert. Und dann gibt es immer Differenzen, es gibt unterschiedliche Meinungen, und die müssen wir in einer guten Kultur diskutieren und aushalten. Und auch noch etwas, auch zentrales, einheitliches Vorgehen, wenn es wirklich pressiert, ist Teil des Föderalismus, ist Teil des Systems. Komme gleich darauf zurück. Ist der Föderalismus in der Krise, Frau Marti? Gut, er ist immer ein wenig in der Krise. Oder diese Diskussionen die kommen immer wieder. Und ich denke, es ist ein System, das sehr gut funktioniert, wenn alles gut ist. Also eine Schönwetterstaatsform. Und ich glaube, also ich habe ein bisschen, ich bin völlig Ihrer Meinung, man muss die Lehren daraus ziehen, man muss versuchen, sich besser zu organisieren und so weiter. Ich habe ein bisschen Zweifel, ob das dann bei der nächsten großen Krise dann wirklich besser funktioniert. Warum? Meines Erachtens gibt es, erstens ist jede Krise dann wieder anders, und zweitens bin ich nicht sicher, ob die Schweiz so gut darin ist, quasi aus dem Vergangenen wirklich die richtigen Lehren zu ziehen. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Bankenkrise wieder. Wir hatten das schon einmal, dann hieß es, jetzt haben wir ein Regelwerk, mit dem wir das vermeiden, dass es wieder so weit kommt. Jetzt ist der Fall eingetreten, da hat man gesagt, das Regelwerk geht leider nicht für diesen Fall, der wäre für den anderen Fall gewesen. Also Sie sprechen gewesen. Ja von too big to fail, was genau. In mühsamer also Kleinarbeit ausgearbeitet wurde seinerzeit. Das ist nur, denke ich, ein Symptom, man kann nicht... Es ist wahrscheinlich schwierig, wenn wir eine völlig andere Krisen oder eine völlig andere Situation zu haben, quasi das Patentrezept aus der Schublade zu nehmen und dann wieder umzusetzen. Da habe ich gewisse Zweifel. Selbstverständlich kann man sich besser organisieren, man kann sich besser absprechen. Es gibt vielleicht modernere Technologien, die das unterstützen können, aber damit tun wir uns jetzt eigentlich immer noch schwer. Also mit neuen Technologien, mit der Kommunikation zwischen den Kantonen, mit dem Austausch von Daten und so weiter. Es ist ja nicht so, dass wir darin immer super wären. Und darum habe ich gewisse Zweifel, ob wir nicht in einer nächsten Krise am Ende nachher wieder die gleiche Diskussion. Erstaunlicherweise sieht es ja dann immer so ein bisschen aus, als würde da rumgewurschtelt, gell, auf diesen verschiedenen Ebenen. Und es kommt dann nicht so schlecht raus am Ende des Tages. Die Schweiz hat die Krise im Vergleich international sehr gut gemanagt. Darf ich mal ganz schnell, das haben wir nicht ausgemacht. Wer hat das Gefühl hier im Saal, einfach schnell Hand hoch, das ist jetzt nicht so mit digital und Mentimeter, der Föderalismus ist in der Krise. Seien Sie nicht schüchtern, strecken Sie auf, wenn Sie das finden. Oh, ja, ganz schüchtern hier, aber es ist eine wirklich riesige Minderheit, um das mal so zu formulieren. Es ist eigentlich super, da sind wir eigentlich alle ganz, ganz froh. Es ist ja eigentlich gar nicht so viel passiert. Ja? Warum müssen wir trotzdem darüber diskutieren? Sie sagen, die nächsten Krisen stehen vor der Tür, wir reden über Klima, zum Beispiel, wir haben einen Krieg, wir haben jetzt wieder eine Bankenkrise. Dann lassen Sie mich fragen, Sie haben ja schon Lösungsansätze gebracht. Ich möchte Sie fragen noch. Eine Frage, die ja Frau Marti vorhin in die Runde geworfen hat. Wer hat denn eigentlich die Macht, wenn wir von Bund sprechen?
Das sind ganz viele. Der Entscheid steht vor allem in der Verwaltung, in der Bundesverwaltung, in den entsprechenden Ämtern. Und dort sind Leute, die relativ vorsichtig sind, weil sie wollen ja keine Verantwortung übernehmen, wenn etwas schief geht. Damit sind Lösungen, die aus der Verwaltung kommen, sind in der Regel übervorsichtig. Und der Bundesrat neigt auch nicht gerade zur großen Risikofreudigkeit am Schluss, oder? Das ist ja wahrscheinlich dann auch richtig. Aber ich glaube... Also die Macht liegt bei der Verwaltung, nicht bei den Volksvertreterinnen und Vertretern. Die Vorbereitung der Entscheide liegt weitgehend in der Verwaltung. Je nach Temperament des Departementsvorstehers wird mehr Einfluss genommen, politisch oder nicht. Aber was die Verwaltung einmal vorbereitet hat, und Experten schon vorgegeben hat, ist sehr schwierig zu kehren. Oder auch im einfachen Fall. Wir haben pro Woche 100, 150 Geschäfte im Bundesrat. Es ist nicht möglich, das alles genau anzuschauen. Die Verwaltung gibt eigentlich vor. Es ist auch vieles Peanuts, das nicht so wichtig ist, oder? Politisch, das spielt keine so große Rolle. Aber das System ist schon sehr verwaltungsabhängig. Zum Glück haben wir, das muss man auch sagen, wir haben wahrscheinlich weltweit die besten Chefbeamten in Bern, die das Business wirklich verstehen und das sehr gut und seriös vorbereiten. Das beruhigt immer ein bisschen. Und gerade im eigenen Departement, wenn man die Leute sehr gut kennt, dann kann man sich auch darauf verlassen. Also Verwaltung ist nicht immer nur schlecht, aber die politische Einflussnahme ganz zum Schluss, die ist meiner Meinung nach zu klein. Ich möchte zu Ihnen kommen, Herr Rathgeb. Was sagen Sie, muss jetzt passieren? Weil Frau Marti hat gesagt, ja, sie befürchtet, dass wir jetzt sagen, ja, schwierig, Krisenmanagement nicht so gut gelungen. Am Ende des Tages, schön, haben wir darüber geredet, weil die nächste Krise ist sowieso wieder anders. Aber Sie haben einen konkreten Vorschlag in der Tasche. Wie sieht der aus? Also die Frage ist ja auch, wie Sie gesagt haben, warum ist es wichtig, dass wir darüber sprechen? Und es ist schon wichtig, dass nicht diese Haltung, glaube ich, dominiert, dass wir nicht in der Lage sind, aus den Fehlern, aus den Erfahrungen zu lernen und diese umzusetzen. Das, glaube ich, wäre fatal und das würde die Bevölkerung auch nicht akzeptieren. Wir müssen jetzt die Lehren ziehen in Bezug beispielsweise auf eine Optimierung des Krisenmanagements oder auch des Verhaltens der Exponenten in der Krisenführung, wie es Bundesrat Maurer gesagt hat, für mich völlig zu Recht, das erstellt andere Anforderungen, als was wir es teilweise erfahren konnten, auf allen Ebenen. Und darum, glaube ich, ist es wichtig, nicht, dass wir diese Bergen von Krisenevaluationen und Berichten jetzt geschrieben haben, auf Stufe Bund, auf Stufe Kantonen, in allen Kantonen gab es jetzt breite Evaluationen. Jetzt gilt es, die Lehren umzusetzen. Und wenn wir nicht in der Lage sind, in einer möglichen Energiekrise im nächsten Winter besser zu führen, uns besser abzustimmen, ich glaube, dann wäre das fatal. Und brauchen wir also diesen berühmten Stromgeneral, den Ihre Partei lanciert hat, einen an der Spitze, der dann entscheidet, was zu tun ist für alle? Was ist das für ein Krisengremium? Was wir brauchen, ist im Krisenmanagement eine bessere Abstimmung. Wir haben vorgeschlagen, dass das in Bezug auf Vorgehensweisen Bund, Kantone sich besser austauschen in einem Krisengremium. Gremium auf der politischen Ebene, nicht auf der fachlichen Ebene. Es ist eine politische Führung, die zu implementieren ist, die in der Lage ist, die drei Staatsebenen auch in der Krise. Wie sieht die konkret aus? Wie sieht die ja, unser Vorschlag aus? Wäre, dass der föderalistische Dialog, der besteht, eben auch in der Krise intensiv genutzt wird, wo sich Bundesmitglieder des Bundesrates und der Kantonsregierungen regelmäßig austauschen zu zentralen Themen. Das ist ein Instrument, das besteht, das funktioniert, das in der normalen Lage, sage ich, in vielen Themen die Synchronisation zwischen Bund und Kantonen funktionieren lässt. Dieses Instrument gelte es auszubauen, um eben auch in der Krise zu sehen, was wird gemacht, nehmen wir den Herbst 2020. Wir sind in der besonderen Lage, innerhalb von weniger Tagen steigen die Ansteckungen rapide an. Dann ist es doch klar, 26 Kantone können nicht innerhalb 48 Stunden all ihre Systeme und Maßnahmenkataloge gleich anpassen. Für das ist der Bund, für das haben wir, sage ich, vor 175 Jahren den Bund gegründet, wenn es ein einheitliches nationales Vorgehen braucht.
Hätten wir ein Steuerungsgremium und einen Austausch, wären wir viel schneller gewesen im Herbst. Das ist ein Punkt. Und es gibt andere, und ich möchte das noch einmal sagen, ich glaube an das System. Wir alle möchten in einem demokratischen, föderalen Staat leben, aber der ist eben unangenehm, weil man ihn immer wieder neu formieren muss. Man muss ihn verbessern, man muss lernen aus diesen Krisensituationen. Das ist anstrengend und bemühen, aber das müssen wir tun, und zwar jetzt vor der nächsten Krise und auch für die normale Lage. Sie haben auch mal gesagt in einem Referat, Bund und Kantone werden zugespitzt als Gegensatzpaar dargestellt, und das ist ein Missverständnis, sagen Sie. Genau. Das haben Sie ja vorhin auch angesprochen, dass Sie sagen, wenn der Bund entscheidet, ist das nicht per se ein Entscheid gegen den Föderalismus oder gegen die Kantone. Das ist so, also das sagt schon die Bundesverfassung, unsere Gesetze, auch das Epidemiengesetz sieht vor, dass wir, wenn wir eine einheitliche Lage haben, dass wir einheitlich vorgehen. Aber ich habe es in der Zeit, beispielsweise im 2020, als wir im Appenzell Ausserrhoden 0 Ansteckungen hatten und gleichzeitig in Genf 300, hätte ich auch nicht verstanden, warum die gleichen Maßnahmen hätten gelten sollen. Und das ist, es kommt auch noch dazu, ich habe mich dort auch sehr genervt, dass man immer versucht hat, Bund und Kantone auszuspielen. Wir haben unterschiedliche Aufgaben, und wir müssen sie gemeinsam tun. Auch das sagt die Verfassung, gut abgestimmt. Das ist in der Krise nochmals schwieriger. Das braucht mehr Engagement, das braucht mehr Abstimmung und eben halt vielleicht die Sitzung beim Bundesrat am Sonntagmorgen, nicht angenehm vielleicht nach einer strengen Woche, aber es braucht mehr Abstimmung in einem Staat, der eben 3 Stufen hat, für uns auch mit den Gemeinden. Ich meine, es geht nicht, dass die Gemeinden über unsere Medienkonferenzen erfahren müssen, was sie zu tun haben. Es braucht, je nachdem, wir haben jetzt 101 Gemeinden, es braucht einen intensiven Kontakt, einen Transfer, und sonst funktioniert es nicht. Das ist vielleicht in einem einheitlichen Staat einfacher, aber mich hat es gefreut. In Frankreich wurde in der Krise der Ruf lauter nach einem System, wie es die Schweiz hat. Und das ist für einen Zentralstaat doch spannend zu sehen, auch in Italien. Also ich meine, wenn wir dort schauen, was die Italiener in einem Zentralstaat gemacht haben, sie sind am Schluss dezentral vorgegangen, wie wir es eigentlich systemimmanent eben tun. Und das spricht für mich, für unser System, aber ich sage es noch einmal, wir müssen an die Säcke, wir haben Verbesserungsbedarf beim System auf der einen Seite, auch in den Grundlagen, und bei uns selber, wir müssen fitter werden in der Krise. In der Turnhalle sowieso, wie Sie es ja vorhin gesagt haben. Wie sicher sind Sie oder wie überzeugt sind Sie, dass die richtigen Lehren aus der Krise gezogen werden und dass die Instrumente richtig geschärft werden und man besser vorbereitet ist für die nächsten Krisen, die ja eh schon da sind, die sind ja nicht erst vor der Tür, wir sind ja schon mittendrin. Ich glaube, in Krisen ist das Wichtigste, dass man Vertrauen hat zu den Partnern. Und Vertrauen gewinnt man, wenn man sich gut kennt. Und für mich ist Föderalismus und Krisenbewältigung insbesondere eine handwerkliche Sache, wenn ich dem so sagen kann. Man muss sich kennen, man muss sich vertrauen und man muss miteinander arbeiten. Und da haben wir moderne Technologien. Man kann auch um Mitternacht eine Videokonferenz machen mit allen Kantonen. Man kann das am Sonntagmorgen, wie auch immer. Das ist heute möglich. Und Leute, die in Verantwortung stehen, haben dann auch bereit zu stehen. Und Vertrauen heißt, sich persönlich gut kennen. Und heißt, das muss geübt werden. Ich habe das mehrmals versucht zu sagen, es muss trainiert werden. Man scheut sich in der Verwaltung und in Behörden zu trainieren. Ich habe das erlebt, ich habe Übungen geleitet. Da kommt keiner meiner Kollegen, wenn etwas zu entscheiden gibt, sondern man schickt vielleicht den Chefbeamten oder die Stufe darunter. Nur ein Beispiel, wir hatten eine Krise, Führungskrise haben wir gemacht, Epidemie in Basel, 8000 Tote. Niemand hat reagiert, niemand kam, oder? Niemand wollte das. Dann habe ich 15.000 Tote geschildert, kam immer noch niemand, oder? Und das muss doch einfach geübt werden. Es funktioniert nur, wenn man übt, oder? Sie schicken ja auch keine Soldaten in den Krieg, die das Gewehr nicht bedienen können. Und das ist Training, das ist einfach der handwerkliches Training und das muss geübt werden. Und was haben Sie denn nachher konkret gemacht? Weil man kann ja dann empört sein. Und dann muss man irgendwas tun, weil sonst kommt man ja nicht weiter. Ja, die Übungen sind ja dann irgendwann fertig und dann macht man eine Kritik, oder? Und dann hat man plötzlich eine wirkliche Epidemie und die Verantwortlichen des Bundesamtes haben diese Krise nicht mit, diese Übung nicht mitgemacht und hat man immer noch Fax hin und her geschickt. Also
Ja, wenn man das geübt hätte, hätte man das gesehen, oder? Also es ist, ich glaube, das Training, das handwerkliche Training, oder? Das Intellektuelle, die Gesetze, die haben wir, die müssen dann interpretiert werden. Aber sie müssen angewendet werden und das ist Handwerk. Schlicht und einfach Handwerk. Und man muss auch, wenn man übt, macht man Fehler, dann kennt man sich. Daher habe ich auch kein großes Vertrauen zu Experten, weil ich sie nicht kenne. Aber wenn ich mit meinem Kollegen, mit Stocker, der Finanzdirektor Zürich, den ich seit Jahren kenne, dann weiß ich, wie er funktioniert. Ich kann interpretieren, was er sagt. Wir verstehen uns. Das schafft Vertrauen. Dann findet man Lösungen, wenn man sich kennt. Aber einen Experten irgendwoher, den ich noch nie gesehen habe, was soll ich mit dem? Ich bin ein Bauchmensch, oder? Ich kann das schon interpretieren, was er sagt. Aber man muss sich kennen, Vertrauen schaffen, kennen, trainieren, Handwerk. Mhm. Mhm. Lassen Sie, ja, was, wollten Sie dazu noch was sagen, Herr Radke? Ja, eigentlich schon. Ich habe die gleiche Haltung wie Bundesrat Maurer in Bezug auf die Experten, die wir in der Covid-Krise immer kurz vor den Entscheidungen des Bundesrates ja, gesehen haben, was mich extrem aufgeregt hat. Persönlich halte ich große Stücke von der Wissenschaft und den Exponenten der Wissenschaft. Und ich glaube, dass sie für uns extrem wertvoll sind als eine der Entscheidungsgrundlagen. Aber es gibt halt andere Aspekte, sozialpolitische Aspekte, finanzpolitische, sicherheitspolitische und eben nicht nur diejenigen der Fachexperten. Es war ja auch nicht eine Gesundheitskrise, es war eine Krise, die eben sehr viele Aspekte der Volkswirtschaft, der Wirtschaft, der Sicherheit, der Bildung und so weiter betroffen hat. Und ich möchte diese Experten, ich brauche sie als Grundlagen für ein breites Entscheidungsbild. Oder? Aber es geht nicht, dass man die Experten missbraucht, um politische Entscheide zu provozieren oder zu beeinflussen. Das geht nicht, das nervt wirklich, das schadet auch der Wissenschaft aus meiner Sicht. Aber im Generellen, und ich muss sagen, der Speech, den Professor Schaltegger im Vorfeld jetzt unserer heutigen Tagung hier gemacht hat, der war wahnsinnig wertvoll. Zu hören aus der wirtschaftswissenschaftlichen Sicht, wie die Grundsätze, insbesondere der fiskalischen Äquivalenz, ein verfassungsmäßiges Prinzip, aus dieser Sicht zu interpretieren ist, wertvolle Grundlagen für auch und für staatspolitische Fragen und Entscheidungen. Das braucht es, meinte ich vermehrt, aber es geht nicht, dass die Wissenschaft politische Entscheide vorwegnimmt. Sie hat eine andere Aufgabe als wir, die schlussendlich Entscheide fällen müssen, die viel mehr Aspekte auch als nur der Experten Sicht beinhalten. Nur ganz schnell in Klammern, Sie haben den Webcast angesprochen von Herrn Professor Schaltegger. Was taugt der Föderalismus? Der ist, so viel ich weiß, aufgeschaltet auf der Webpage des UBS Centers. Sind Sie etwas erleichterter jetzt, wenn Sie hören, wir müssen das jetzt mal üben? Was kann das Parlament dazu beitragen? Gut, die Frage ist ja eben, es hat ja eine Pandemieübung gegeben, die hat offensichtlich ist nicht auf genügend Interesse gestoßen oder sie hat offenbar nicht dazu beigetragen, wirklich bereiter zu sein für diese Krise, obwohl man genau diesen Fall geübt hat. Also darum, man kann viele Pläne machen, ob sie dann gut umgesetzt werden, ist dann immer die andere Geschichte. Ich wollte noch was sagen zu den Experten. Denn die wurden ja jetzt allseits gescholten, aber ich meine, es ist ja nicht, sie waren ja in Verantwortungspositionen, es ist auch ihre Verantwortung zu sagen, welche Experten und in welcher Breite hören wir diese an, wie setzen wir diese Gremien zusammen, wie binden wir sie ein oder wie binden wir sie nicht ein. Also das ist ja nicht eine Naturgewalt, sondern das war eine Taskforce zum Beispiel, die eingesetzt wurde und da kann man sich ja dann kann man darüber diskutieren, wie man sie zusammensetzt. Hat man sie zu eng zusammengesetzt? Das finde ich eine legitime Frage, aber das liegt nicht an den Expertinnen und Experten, sondern an jenen, die sie zusammengesetzt haben. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir haben in einer Demokratie nun mal eine freie Presse und eine Meinungsäußerungsfreiheit, die auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gilt. Und auch diese haben das Recht zu sagen, wir finden oder ich finde, der Bundesrat macht etwas falsch oder die Verwaltung macht etwas falsch oder die Kantone machen etwas falsch. Damit muss man umgehen können. Natürlich sind diese Leaks zum Beispiel, die es vielfach gab, aber aus verschiedenen Quellen, ein,
ein Ärgernis, das verstehe ich und das ist schwierig für ein Regierungsgremium, aber da müsste sich der Bundesrat vielleicht auch mal fragen, warum es bei ihm so viele Leaks gibt. Also in den kantonalen Regierungen und in den städtischen Regierungen gibt es das viel, viel seltener, praktisch nie, obwohl die sich ja auch nicht immer einig sind. Also finde ich eine schöne Vorgabe, eine Frage, die können wir jetzt gerade hier weiter. Warum gibt es so viele Leaks aus dem Bundesrat? Von den anderen Bundesrätinnen und Räten natürlich. Also die Bundesräte liegen nicht, sondern die Verwaltung. Oh, ja. Gut, weites Feld. Es sind natürlich immer auch Interessen, weil über die Medien kann man allenfalls eine Meinung oder einen Entscheid etwas beeinflussen. Und wenn das Interesse so groß ist, diesen Entscheid etwas in die richtige Richtung zu drängen, dann kann man ja über die Medien versuchen, hier Einfluss zu nehmen. Dieses Spiel findet statt, leider immer wieder. Genau, aber der Bundesrat müsste sich nicht von den Medien treiben lassen, eigentlich. Aber, oder? Nein, aber der Einfluss der Medien ist natürlich eben schon groß, oder? Wenn Sie die Tagesschau und alle Nachrichten und alle Printmedien und alles dieser Meinung ist, dann ist es für den Bundesrat schwieriger, eine völlig andere Meinung zu haben. Und dieser Mainstream, den wir da hatten, der war ja auch etwas einmalig weltweit, oder? Hat sich niemand mehr wirklich hervorgetraut, eine andere Meinung zu haben, sonst war man sofort Corona-Leugner, Impfgegner, ich weiß nicht, was mit welchen Schimpfworten eingedeckt. Also das war auch etwas, das war etwas mühsam. Das werden Sie sicher nicht vermissen, könnte ich mir vorstellen. Jetzt als in Ihrer neuen Zeit als Privatier, dass Sie da aus dieser Nummer etwas raus sind, denke ich mal. Kalusch, ja. So, oder? So. Ja, das ärgert natürlich manchmal schon, oder? Weil der Respekt vor der anderen Meinung, auch wenn sie überhaupt nicht meine eigene Meinung ist, ist ein Merkmal unserer Demokratie. Jeder hat das Recht, sich zu äußern, ob es uns passt oder nicht. Und in dieser Corona-Zeit hat man das schon stark unterbunden. Mhm. Schon sehr stark unterbunden. Da war man sofort Corona-Leugner und ich weiß nicht was. Und ganz alles war wahrscheinlich auch nicht falsch, was die Kritiker gesagt haben. Ja, wir lernen immer noch aus dieser Pandemie und wir werden sehen, was wir daraus umsetzen und wollen nicht so pessimistisch sein wie Frau Marti, obwohl auch da menschelt es halt dann schon sehr, gell, wenn es dann um das Lernen aus Krisen ist. Wir wollen mal schnell zu unserem Publikum gehen und wir läuten die Fragerunde mit einer Menti-Umfrage ein. Das wird Sie krümmen jetzt. Frau Marti, wir fragen nämlich, wünschen Sie sich, dass in künftigen Krisen der Bund per Notrecht schneller durchregiert? Sagen Sie uns, was Sie sich da wünschen. Unbedingt eher ja, eher nein, auf keinen Fall. Der Menti läuft. Wir sind gespannt, wie Sie hier entscheiden. Auch zu Hause bitte gerne mitmachen. Weil das ist jetzt schon ein beliebtes Tool geworden, gell, dieses Notrecht. So in der letzten Zeit. Ohne Telefon? Gibt es hier Menschen ohne Handy? Raum rein. Vielleicht weiß ich jetzt gar nicht, was machen wir dann hier? Wir können nichts machen, wir sind hier total digitalisiert. Aber Sie können nachher aufstrecken, dann, wenn wir mit dem Mikrofon kommen. Oh, Frau Marti, haben Sie das gesehen? Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie lange sich das jetzt hier noch rauf und runter arbeitet, aber ich glaube, die Tendenz ist klar. Das ist 40% sagt eher ja durchregieren mit Notrecht. Was sagen Sie da als Parlamentarierin? Sie sind jetzt dann auch bald auf dieser außerordentlichen Session nach den Ostern. Schmerzt es sehr? Also ich denke, es ist klar, dass in einer Krise der Bundesrat entscheiden muss. Also wenn wir eine Situation haben wie bei der CS, ist es klar, dass der Bundesrat schnell entscheiden können muss und dass er da diese Kompetenzen haben muss. Das ist, denke ich, unbestritten. Aber es hat sich natürlich die Anwendung des Notrechts, die hat sich gehäuft in den letzten Jahren, vielleicht auch, weil sich die Krisen gehäuft haben. Das ist ein Grund, es ist ein staatspolitisches Grundproblem. Da geht es mir nicht darum, ob jetzt die Kommissionen wie viel zu sagen haben, sondern dass es
in einem System, in einer Demokratie auch Checks and Balances braucht. Und da wir ja kein Verfassungsgericht haben, kann der Bundesrat quasi im Notrecht mehr oder weniger unwidersprochen Entscheide fällen, die je nachdem sehr gravierend sein können. Natürlich kann das später noch gekippt werden, es gibt gewisse Regeln, aber wenn sich das allzu häufig häuft, dann ist das nicht gut für ein System. Natürlich muss in außergewöhnlichen Situationen der Bundesrat handlungsfähig sein, das finde ich richtig, aber das darf nicht der Normalzustand sein. Mhm. Die Krise darf nicht dazu gebraucht werden, um quasi der Exekutive mehr Macht zu geben. Das, glaube ich, ist gefährlich. Ganz kurz bitte, Herr Rathke, weil ich hole es. Ja, ich muss, aber die Frage ist einfach schlecht gestellt. Entschuldigung, aber wenn man sagt, soll der Bundesrat durchregieren, dann soll er regieren, wenn wir nicht vollziehen, passiert nichts, oder? Das ist doch das Problem. Die Fragestellung ist suboptimal. Ich weiß, das habe nicht Sie geschrieben, Frau Mayer, aber meine, das ist ja das Problem. Oder? Ich habe Sie, glaube ich, nicht vollziehen, sagen wir, die Maßnahmen in der Covid-Krise, die haben zu 95% die Kantone vollzogen. Dann kann man doch nicht einfach sagen, der Bundesrat soll die Krise lösen. Die Fragestellung, das geht ja gar nicht. Wie soll er dann das machen? Wie soll der Bund Maßnahmezentren, Impfzentren aufstellen und die Bevölkerung impfen? Das kann er ja nicht. Also es sind die Kantone, die vollziehen. Und wenn die Kantone nicht einbezogen sind im Regieren, dann funktioniert das nicht. Das ist halt eben der föderale Staat, ist nicht zentral allein zu führen, sondern der ganze Vollzug gegenüber der Bevölkerung erfolgt auf Kantons- und Gemeindeebene. Und wenn diese Ebenen nicht einbezogen sind beim Regieren, dann funktioniert das System als Ganzes nicht. Darum glaube ich, der Bundesrat, dass er rasch entscheidet, wenn in der Stunden, in der Tagen ein Entscheider folgen muss. Na, natürlich muss der Bundesrat ihn fällen, das können wir nicht vernehmen lassen über 26 Regierungen und so weiter. Aber der Vollzug dann in einer Krise gegenüber der Bevölkerung treten wir auf. Die Kantone, die Verwaltungen in den Kantonen, die Gemeinden. Und sie müssen einbezogen sein. Das heißt, es ist nicht so einfach wie im Zentralstaat, im Idealen, in dem der Ideale zentrale Führer sagt, jetzt ist es so. Und auch dort haben wir gesehen, läuft es eben so nicht. Darum, also mich freut es natürlich, dass die Mehrheit gesagt hat, das soll nicht so sein, aber es muss zusammen erfolgen, es braucht eine gute Abstimmung. Genau, das haben Sie ja vorhin auch gesagt in Ihren einführenden Worten. Herr Maurer, ich habe jetzt hier Fragen, aber ich möchte Ihnen schnell die Gelegenheit geben, vielleicht gerade die Person, ja genau, hier außen Ihre Frage zu formulieren und dann komme ich zu einer Frage, die per Menti eingegeben wurde. Sprechen Sie mal weiter. Hans-Peter Amrein, noch Kantonsrat. Ich habe eine Frage an Herrn Rathgeb. Sie haben vorher eine Lanze gebrochen in der Krise für das Primat der Politik, wenn ich das so sagen darf. Also da müssen Sie entscheiden. Aber unsere Magistraten sind die einzigen Leute in diesem Land, die keinem Assessment, außer dem Assessment des Volkes, bei der Wahl unterstehen. Und von mir aus gesehen sind es nicht die Besten. Es sind die Leute, die Zeit haben und die Leute, die aus irgendeinem Grund haben, Lust haben, nach Bern zu gehen. Oder viele derer, natürlich nicht die Anwesenden. Also können Sie mir da etwas dazu sagen? Denn ich glaube, an dem krankt unser System. Und es krankt momentan unser System an dem. Mit Bundesräten, die extrem schwach sind und die nur aufgrund des Föderalismus gewählt wurden. Ja, also ich muss Ihnen sagen, ich habe sehr viele Mitglieder des Bundesrates und sehr viele Kolleginnen und Kollegen in den Regierungen erlebt, die aus meiner Sicht ihre Aufgabe hervorragend machen. Aber es gibt halt die Streuung, die Sie in Ihrer Unternehmung haben, haben wir auch in der Politik. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir uns alle schulen. Genau, was Bundesrat Maurer gesagt hat. Es braucht Trainings, es braucht Übungen, es braucht ein Weiterkommen. Wir haben beispielsweise bei uns einen neuen Einführungskurs für neu gewählte Regierungsmitglieder ins Leben gerufen. Das tönt jetzt komisch, aber man weiß einfach nicht alles, nur weil das Volk einen gewählt hat. Oder? Und was lernen die da wir in diesem Kurs? Wir am Institut für Föderalismus schulen wir jetzt auch in föderalistischen Fragen. Föderalismus ist komplex, interkantonale Zusammenarbeit, die Vernetzung mit dem Bund, die Verwirklichung der Grundprinzipien, der fiskalischen Äquivalenz, der Subsidiarität. Es ist komplex geworden und man wird gewählt in ein Amt, warum auch immer, es ist die Bevölkerung.
Bevölkerung, die kann frei wählen, das ist auch gut so und es braucht keine bestimmte Vorbildung, aber es braucht ein tiefes Hineinknien in das System, ein Kennenlernen, da gebe ich Ihnen recht, das ist wichtig. Und ich glaube, und unterschiedliche Haltungen auch zu äußern und eben nicht zurückzulehnen. Wenn der Bund sagt, wir könnten mitfinanzieren in einer Aufgabe, die wir haben, dass man eben sagt, nein, das geht nicht, das ist wieder eine Vermischung, das ist gegen die fiskalische Äquivalenz, das führt nur zu Problemen, aber es ist natürlich bequem, oder? Aber ich muss Ihnen sagen, ich habe auch jetzt in der Krise enorm viele Exponentinnen und Exponenten erlebt, die wirklich alles gegeben haben und mit qualitativ guter Arbeit und die Verantwortung auch auf sich genommen haben, sehr unangenehm. Aber es gibt auch solche, die ihren Job vielleicht weniger machen, das wollte ich sagen, auch mit dem Turnen, die es einfach nicht beherrschen oder nicht beherrschen wollen, weil sie nicht die Einstellung haben, dass dieser Staat, diese Turnhalle, so wie sie ist, richtig aufgestellt ist. Ein Zentralist turnt schlecht in einer föderalen Turnhalle, oder? Das ist noch eine Einstellungsfrage. Aber ich muss schon sagen, also auch in der Zusammenarbeit mit Bundesratsmitgliedern, mit der Spitze der Bundesverwaltung und in den Kantonen, mit den Kantonsverwaltungen, wo wir auch hervorragende Leute haben, die haben versucht, alles zu geben. Und ich glaube, es wurde vorhin die Frage, warum ist es dann trotz den Schwierigkeiten, die wir im System haben, im internationalen Verhältnis noch gut herausgekommen? Ja, das ist wegen den Leuten, die gearbeitet haben. Tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Verwaltungen, die unsere Mängel ausgebügelt haben, weil wir nicht so schnell waren am Anfang vor allem. Die haben das ausgebügelt und das System eben auch, Bund, Kantone, Gemeinden, Regierungen und Verwaltungen, das System als Ganzes funktioniert und wir haben, und das möchte ich auch sagen, eine sensationelle Bevölkerung, die uns zweimal in der Krise an Abstimmungen den Segen sozusagen erteilt hat. Ich meine, das ist doch gewaltig, das gibt es weltweit nie. Ich habe das sensationell gefunden, wir haben zweimal abgestimmt, es war zwar über gesetzliche Vorlagen, aber am Schluss war es auch eine Zustimmung zur Vorgehensweise und das ist doch toll. Also das System Staat Schweiz als solches funktioniert, selbst wenn wir in der Führung, politischen Führung vielleicht suboptimal teilweise Arbeit leisten, wie Sie es gesagt haben, und das ist so, es wird ausgebügelt und das ist ein System, danke, zu dem wir Sorge tragen sollen. Danke für dieses engagierte Votum. Also, wir haben noch ein paar Minuten, Sie können die Hand aufhalten, bis jemand mit dem Mikrofon bei Ihnen ist, werde ich die am höchsten geratete Frage stellen. Die ungefähr 10 größten Städte haben gleich viel Einwohner wie die Hälfte der Kantone. Wie lange hält der Föderalismus dieses Auseinanderklaffen von Ökonomie und Politik aus? Mögen Sie dazu was sagen? Ja, etwas zu ändern am Föderalismus heißt, die Verfassung zu ändern. Und in der Verfassung haben auch die kleinen Kantone ihr Mitspracherecht. Also wir werden bezüglich Föderalismus die Verfassung nie ändern in absehbarer Zeit. Es bleibt, wie es ist und damit haben wir nur Wege zu verbessern. Ich glaube nicht, dass kleinere Kantone zugunsten der größeren Städte etwas preisgeben. Können wir vergessen. Es ist, wie es ist. Genau, und eigentlich ist es ja gut, haben wir gelernt, wenn wir jetzt ein bisschen üben noch. Wer hat das Mikrofon? Ah, Sie. Rainer Reichenberg, Universität Fribourg. Eine Bemerkung oder zwei Bemerkungen. Ich würde davor warnen von Ihrer Interpretation, wir sind gut durchgekommen, wegen irgendwie, weil wir es so gut gemacht haben. Die Schweiz gibt 80% mehr aus pro Kopf für Gesundheit als Deutschland und viermal so viel wie Italien. Wenn Sie mit dem System gut durch eine Krise kommen, dann muss es nicht daran liegen, dass wir jetzt etwas gut gemacht haben, sondern wir sind sehr reich, können deshalb sehr viel Geld ausgeben, haben deshalb ein robustes System, aber wir sind sehr reich dank Föderalismus auch. Das heißt, Föderalismus hat schon geholfen, aber ob es jetzt geholfen hat in der Krise, das braucht eine sorgfältige Evaluation. Das Zweite ist die Geschichte mit den Wissenschaftlern. Das geht mir als Wissenschaftler natürlich nahe und meine eigene Erfahrung in Covid. Und das ist eine ganz komische Geschichte. Da redet man über Föderalismus und dann kommt so die Meinung, oh, die Wissenschaft sollte helfen. Dabei ist klar, schlechter Witz zuerst, denkt man, also wenn etwas föderalistisch ist, dann ist es die Wissenschaft. Und dann zu glauben, dass es da irgendwie jemand gibt, der mit einer Stimme sprechen kann, ist absurd. Aber das ist noch völlig falsch. Wissenschaft ist nicht föderalistisch. Es gibt keine Dachorganisation wie der Bund. Es ist super total dezentral. Und wenn sich da jemand aufschwingt, dass er von diesen super total dezentralen, sehr vielen verschiedenen Wissenschaften irgendwie ein Vertreter ist, dann sollte man ihn möglicherweise gar nicht anhören, weil er sowieso irgendein Problem hat. Was man braucht bei Föderalismus und Wissenschaft ist,
Die Kantone sollten auch Wissenschaftler haben. Wir haben ein Problem, dass wir nur einen Nachfrager hatten nach Wissenschaft. Und diese Wissenschaftler, die da mitgemacht haben, man muss nicht sagen, haben zugedient. Aber sie haben viel gedient und der Bund konnte auslesen, so dass am Schluss die Wissenschaft bundesdienlich war. Und das muss man verhindern. Wissenschaft ist vielfältig und jede Einzelwissenschaft ist vielfältig. So wie Sie gesagt haben, eine Gesamtkrise aus ganz vielen Bereichen. Da gibt es sehr viele Wissenschaftsbereiche und sehr viele Wissenschaftler. Und für das haben wir Föderalismus, die verschiedenen Leute anzuhören, nicht nur eine Wissenschaftskommission zu haben. Dankeschön, nehmen wir gerne entgegen. Sie möchten sich dazu äußern? Ja, nur kurz etwas zur Wissenschaft. Selbstverständlich lese und interpretiere ich auch alle wissenschaftlichen Berichte zu diesem Thema. Was ich gesagt habe, ist, Wissenschaftler haben nicht politisch zu entscheiden, weil sie die Verantwortung nicht tragen. Wissenschaftler haben Varianten vorzuschlagen und Anträge zu stellen, aber nicht zu entscheiden. Und dann haben wir genau diese Vielfalt der Wissenschaft, der Universitäten. Aber in dieser Corona-Krise haben Experten, sogenannte Wissenschaftler, aber eigentlich den Bundesrat getrieben. Der Bundesrat ist vielleicht zu schwach, wenn er dem dann nachgibt. Aber Wissenschaft braucht es, aber nicht als Entscheidungsträger, sondern als Vorbereiter und als Antragsteller und als Variantenausarbeiter. Dankeschön. Also, wir stellen noch ein paar Fragen. Wenn Sie ganz kurz antworten, können wir mehr Fragen stellen. Wir versuchen es jetzt mal hier. Hat jemand aufgestreckt noch für eine Frage? Hier hinten. Strecken Sie ein bisschen höher auf. Ich stelle derweil die Frage, angesichts der zunehmenden Polarisierung der Gesellschaft, wie verbindend wirkt der Föderalismus? Verstärkt er nicht eher bestehende Gräben? Wer möchte dazu was sagen? Also ich bin jetzt 30 Jahre in der Politik in Bern. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Differenzen größer geworden sind. Man schreibt sie zwar hin, man diskutiert sie in Medien, aber gerade deshalb, weil man die Pole gegeneinander ausspielt, habe ich das Gefühl, ist man inzwischen untereinander besser ins Gespräch gekommen. Weil man die öffentliche Diskussion, diese Polarisierung nennt, versucht man intern das zu überwinden. Also meine Erfahrung ist, ich bin wirklich rechts, aber ich hatte nie bessere Beziehungen mit links als in den letzten Jahren, weil man dann Lösungen suchen muss außerhalb der großen Bühne. Und das hat sich meiner Meinung nach eher verbessert. Dankeschön. Es gab irgendwo eine Hand. Ja, stellen Sie Ihre Frage bitte. Muss man irgendwo drücken? Nein, einfach nah hinhalten. Mein Name ist Gerhard Frey. Ich hätte eine Frage. Ich habe vorhin als einer der wenigen aufgestreckt, ob der Föderalismus in der Krise ist. Ich sage ja, aus einer übergeordneten Überlegung. Uli Maurer hat gesagt, als ein Aspekt die Schweiz und die Welt. Ich bin der Meinung, oder ich möchte ihn fragen, ob nicht das zentrale Problem ist. Und möchte eine provokative These aufstellen, zum Glück gibt es die USA. Wir haben von denen unser System übernommen, nach der amerikanischen Revolution, nationaler Ständerat und so weiter. Und die Amerikaner haben uns ein paar Mal die Ohren lang gezogen. Dem Schmuddelkind Schweiz, das über 700 Jahre alt ist, aber nach dem Zweiten Weltkrieg waren wir eben das Schmuddelkind, weil wir mit den Nazis kooperiert haben. Und was das Bankgeheimnis anbelangt, brauchen wir wieder die Amerikaner, damit es aufgehoben wurde. Und jetzt kommt die Neutralität. Also ich glaube, die Schweiz kommt je länger, je mehr unter Druck in einer globalisierten Welt, weil wir so tun, als ob wir alles selber entscheiden könnten. Im Rahmen des Föderalismus und uns zu wenig umschauen, wer ist dann wichtig für uns in dieser globalisierten Welt. Dankeschön, Herr Frey. Sie haben ein großes Fass aufgemacht jetzt hier zum Schluss. Und Sie sind angesprochen, Herr Maurer. Ja, also vorab würde ich sagen, die Amerikaner sind nicht an allem schuld, was bei uns nicht gut läuft. Wir sind nicht so wichtig für sie, wie wir das manchmal glauben. Dazu sind wir schlicht zu klein. Aber der internationale Einfluss auf Entscheide wird natürlich schon immer größer durch die wirtschaftliche Verflechtung und durch die Globalisierung. Das ist nicht wegzusprechen. Aber ich glaube, die Schweiz hat es trotz allem fertiggebracht, sehr viel Unabhängigkeit und Souveränität zu bewahren. Aber es ist eine tägliche Herausforderung bei sehr vielen Themen. Wo stimmen wir zu? Wo bringt das uns keine zu großen Nachteile? Oder wo profitieren wir auch? Und wo dürfen wir nicht zustimmen?
Also ich glaube, es ist immer eine Frage, welche Interessen haben wir und wo müssen wir und wo dürfen wir nicht. Aber grundsätzlich ist die Welt globaler geworden, davon haben wir auch profitiert, müssen wir schon sehen, oder? Uns geht es gut dank der Globalisierung, nicht alles ist schlecht, aber wo wir unabhängig entscheiden können und wollen in Zukunft, das ist eine wichtige Frage, die sich fast bei jedem Thema immer wieder stellt. Ich glaube, das muss immer wieder erarbeitet werden, das ist keine exakte Wissenschaft. Was es aber braucht, die Schweiz braucht Verbündete im Sinne von guten Freunden, die uns manchmal nicht in den Rücken fallen, sondern einfach ruhig sind oder uns vielleicht sogar noch unterstützen. Dass sich da die große Welt für die Schweiz offen einsetzt, das können wir nicht erwarten, weil wir sind auch Konkurrent. Aber zu erreichen, dass einige ruhig sind oder uns nicht in die Pfanne hauen, das wäre schon viel, wenn man uns etwas lässt, wie wir sind, mit unserer Eigenart, die man ja auch bewundert. Ich glaube, das ist Alltag, aber der Druck ist schon größer geworden und die Anpassung. Aber nicht nur immer zum Nachteil, müssen wir schon auch sagen. Dankeschön. Ich denke, wir lassen das jetzt mal als Schlusswort so stehen von diesem ersten Panel. Wir kommen nämlich nach auf dem zweiten dann noch darauf zu sprechen, was auch diese ganzen globalen Einflüsse oder auch Krisen letztlich für einen Einfluss haben auf die Schweiz, auf die Wettbewerbsfähigkeit, auch innerhalb der Kantone. Ich möchte mich aber jetzt schon mal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Bundesrat Maurer, Frau Marti und Herr Rathgeb. Dankeschön. Und wir machen jetzt eine Pause, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine halbe Stunde. Und dann geht es hier also, wenn das richtig, würde ich sagen, um 16:45 weiter. Bis dann. Viel Spaß.
Willkommen zurück, sehr verehrte Damen und Herren. Auch ein herzliches Willkommen zurück an die Leute, die sich online zu uns zugeschaltet haben. Wir werden jetzt auf dem zweiten Panel die Frage vertiefen, Föderalismus als Wettbewerbsvorteil oder Hemmschuh. Auch hier werden wir Mentimeter-Umfragen machen und auch hier können Sie Ihre Fragen eingeben und die Fragen der anderen Teilnehmenden mit einem Daumen hoch bewerten. Ja, wir werden jetzt ins Thema eingeführt von Professor Dr. Lars Feld, der als einer der einflussreichsten deutschen Ökonomen gilt. Er war von 2011 bis 2021 Mitglied im sogenannten Rat der Wirtschaftsweisen. Er amtet als Direktor des Walter-Eugen-Instituts und hat den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und Ordnungsökonomie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau inne. Er forscht und publiziert unter anderem zu den Themen Föderalismus und direkte Demokratie, hat zusammen mit Herrn Professor Dr. Schaltegger dieses Buch geschrieben, was Herr Villiger vorhin erwähnt hat. Und da hat er ja gesagt, das müsste jeder lesen. Das ist aber schon einige Seiten schwer. Sie haben es mir zugeschickt. Ich habe es auswendig gelernt, selbstverständlich. Lars Feld ist Beirat im Schweizer Institut für Wirtschaftspolitik und jetzt mag sich der eine oder die andere im Publikum fragen, wie kommt es, dass er mit seinem deutschen Hintergrund sich so begeistert und interessiert für den Schweizer Föderalismus und die direkte Demokratie? Und da fragen wir ihn jetzt gleich selber. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Feld. Wie kommt's denn? Sie wollen eine kurze Antwort, ne? Ja, so. Das habe ich ja vorhin schon geübt jetzt. Wir wissen ja, wir müssen üben. Als ich angefangen habe, mich für Forschung zu interessieren, das war noch an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken, bin ich mit... Wie lange ist es her, einfach, dass wir das ein bisschen eingrenzen? Das ist 1993 gewesen, also es sind jetzt 30 Jahre. Und bin dann zum Thema Steuerwettbewerb in der Schweiz gekommen und habe zu dem Thema dann irgendwann promoviert und das Thema Föderalismus hat mich nie losgelassen. Und Sie haben auch eine Weile in der Schweiz gelebt, gell? Sie haben an der HSG promoviert, die Habilitation gemacht, sind jetzt in diesem Institut für Wirtschaft und Wirtschaftspolitik, ganz genau. Ein Satz noch, dieser Schweizer Föderalismus im Gegensatz zum deutschen Föderalismus zum Beispiel, wenn Sie das erklären müssen in Ihrer Heimat, die denken ja immer, das ist alles das Gleiche, gell? Was sagen Sie dann? Also in meiner Heimat denkt niemand, dass das das Gleiche ist. Dafür haben wir genug Propaganda für das Schweizer Modell gemacht. Als Wirtschaftsweiser? Ja, in jeder erdenklichen Lage habe ich das gemacht und auch viele andere, die sich ein bisschen beim Thema Föderalismus auskennen. Man muss auch sagen, dass der deutsche Föderalismus seit langem im Hinblick auf seine Ineffizienzen diskutiert wird. Und es gab ja zwei große Föderalismusreformen in den Jahren 2006 und 2009, in denen man versucht hat, das System zu verändern. Aber ein bisschen ist es so, wie Altbundesrat Maurer eben gesagt hat, ein solches System ist gewachsen und man kann es nur sehr, sehr schwer ändern. Also auch die Reformen damals sind im Grunde schon wieder zurückgedreht. Mhm. Herzlichen Dank. Sie werden uns jetzt einführen ins Thema. Dankeschön. Altbundesrat Maurer, Herr Altbundesrat Villiger, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe nur Kollegen getroffen bisher, aber ich hoffe, dass auch Kolleginnen da sind. Liebe Ehrengäste, meine sehr geehrten Damen und Herren nochmal. Ja, also Wettbewerbsvorteil oder Hemmschuh. Ich habe natürlich viele Fragen mir eben aufnotiert und könnte ganz viel zur Diskussion eben sagen, aber das werde ich nicht machen. Also mein Thema ist ja ein anderes. Und deswegen versuche ich wirklich in der Zeit, die mir bleibt, ich drücke, ja, aber wo muss ich hindrücken? Zu Ihnen? Grün vielleicht? Ich drücke grün, ja. Sie drücken grün? Er drückt grün? Help? Ah, jetzt. Perfekt. Ah. Nur vielleicht so viel, wenn man sich mit dem Föderalismus beschäftigt, nicht nur mit dem Schweizer Föderalismus, auch wenn das der Schwerpunkt unseres gemeinsamen Buches ist, dann muss man ja erst einmal genauer fragen, was macht denn den Föderalismus überhaupt aus? Und auch das zeigt ja Ihre Frage, dass es da Unterschiede zwischen den Bundesstaaten gibt, dass es ganz unterschiedlich organisiert sein kann. Und auch die Perspektiven sind unterschiedlich. Auf dem ersten Panel eben haben Sie vor allen Dingen die Perspektive von oben gehabt.
Ja, also im Grunde ist das die Frage, wie interagiert der Bund mit anderen Ebenen bei bestimmten Themen, und das sehen Sie hier so ein bisschen aufgeführt auf dieser Folie, die Diskussion um den Umgang der unterschiedlichen Staaten in der Welt mit der Corona-Pandemie ist so ein Auslöser. Und natürlich wird dann immer auch gefragt, was hat das System denn dabei verursacht? Es gibt die Kritik daran, wenn diese Koordination im föderalen Staat auch ein bisschen schwieriger und komplexer ist und länger dauert. Es gibt, wenn man zusammensitzt in der großen Runde, immer auch Verwischung von Verantwortlichkeiten. Herr Maurer sagte eben, es ist gut, wenn man die Leute kennt. Ja. Bei uns haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin und dem einen oder anderen Minister zusammengesessen. Die haben sich auch gut gekannt, so gut, dass bei den langen Diskussionen der ein oder andere Ministerpräsident lieber gespielt hat, als zu diskutieren. Also von diesen Koordinationsmechanismen, ich will die nicht zu sehr kleinreden, die sind wichtig, aber es kommt schon darauf an, bei einem solchen System, dass man eben auch die Herausforderung des Systems sieht, das Wettbewerbselement sieht von vornherein und nicht nur daran denkt, dass alle zusammenkommen und man nachher eine einvernehmliche Lösung hat. Da ist ja dann die Gefahr, dass das eher eine Kartelllösung ist. Am Ende der Corona-Pandemie, jetzt so frisch dahinter, wäre ich sehr, sehr vorsichtig, abschließende Einschätzungen vorzunehmen. Man hat das schon sehr frühzeitig gemacht nach der ersten Welle und sich Übersterblichkeiten angeschaut und Ähnliches. Ich denke schon, dass man noch mal eine Weile abwarten muss, bis die Daten vollständig zur Verfügung liegen, zur Verfügung stehen und entsprechende Evaluierungen und differenzierte Analysen durchführen. Ich glaube, da braucht man dann die Wissenschaft auch noch mal. Heute ist es, glaube ich, noch zu früh zu sagen, ob das gut gelaufen ist oder nicht so gut gelaufen ist. Ja? Denn es spielt ja letztlich immer auch eine Rolle, von welcher Situation aus ein Land gestartet ist. Nicht nur in welchem System man sich befindet, also deskriptive Vergleiche zwischen der Schweiz, Deutschland, Italien, Frankreich, USA, China, ist ausgesprochen schwierig, weil die Grundvoraussetzungen, also wie intensiv ist der Schock, der kommt, wie sind die sonstigen Strukturen im Land? Rainer Eichenberger hat darauf hingewiesen, wie gut ist denn die Gesundheitsversorgung im Land und Ähnliches. Wie ist das alles organisiert? Das spielt natürlich eine Rolle. Ja? Und deswegen wäre ich vorsichtig, hier irgendwelche Einschätzungen zu treffen. Und das ist auch keine Frage der Wettbewerbsfähigkeit zunächst einmal. Beim Thema Wettbewerbsvorteil oder Hemmschuh, es geht ganz eindeutig ums Wirtschaftliche. Föderalismus ist ein Strukturelement für die Wirtschafts- und Finanzpolitik und damit auch jeweils für die Krisenbewältigung. Das heißt aber auch, dass man in einem solchen System, wenn man diese Strukturen hat, im Vergleich zu anderen Strukturen, und das ist ja die Frage Wettbewerbsvorteil oder Nachteil, da muss man dann sagen können, wie reagiert ein solches System auf Herausforderungen? Denn Krisen und besonders tiefe Schocks, wie wir sie in kurzer Zeit nacheinander ja erlebt haben, sind ja dadurch gekennzeichnet, dass man sich darauf nicht vorbereiten kann. Konnte, weil man es nicht erwarten konnte. Es ist zwar auch so, dass es vorher immer irgendjemanden gegeben hat, der gesagt hat, das wird jetzt kommen, aber eigentlich sind wir erst hinterher so richtig schlau. Die Resilienz eines Systems ist das Entscheidende. Also wie reagiert sie in ihren Strukturen auf das Unbekannte, auf die Neuigkeit, auf diesen neuen Schock und wie schafft sie es, damit umzugehen? Ja? Wenn ich jetzt weiterrede über Föderalismus, geht es mir vor allen Dingen um den zweiten Aspekt, nämlich im Mehrebenensystem zu fragen, wie wirken wettbewerbliche Elemente. Zwischen den Kantonen haben wir unterschiedliche Formen des Wettbewerbs. Und wie wirken kooperative Elemente, also einerseits die Gespräche miteinander, man versucht sich zu koordinieren. Man versucht auch mit der Bundesebene zu koordinieren. Es gibt aber darüber hinaus ja auch mit dem Finanzausgleich oder anderen zentralen Institutionen jeweils auch Stabilisatoren, die zum kooperativen Föderalismus dazugehören. Man muss, wenn man sich über diese Fragen Gedanken macht, immer auch fragen, wie wirken die Anreize in den jeweiligen einzelnen Bestandteilen oder bei den einzelnen Instrumenten. Also beispielsweise das, was mit Prinzipien beschrieben wird, Subsidiaritätsprinzip, fiskalische Äquivalenz und so, das sind schöne Schlagworte, aber es kommt am Ende ja darauf an, wie konkret das ausgestaltet ist, um zu fragen und Antworten darauf zu finden, welche Anreize existieren. Also beispielsweise die Frage der Autonomie, die zu Wettbewerb überhaupt erst führen kann.
Ja, wir haben in der Schweiz zwischen den Kantonen einen intensiven fiskalischen Wettbewerb, also sowohl auf der Leistungsseite als auch auf der Einnahmeseite über die Einkommensteuer, insbesondere auch über die Gewinnsteuern. Das haben wir in Deutschland beispielsweise nicht. Da haben wir nur den Leistungswettbewerb und keinen Wettbewerb auf der Einnahmeseite. Das heißt, wenn man sich in Wahlen profilieren will, dann verspricht man mehr. Man muss ja nicht für seine Bürgerinnen und Bürger sagen, was das mehr kostet. Ja. Es gilt dann das, was ich schon angedeutet habe, fiskalische Äquivalenz, das Wort ist schon gefallen, aber dahinter steht irgendwo das Haftungsprinzip, dass Entscheidung, Risiko, Haftung, Kontrolle möglichst zusammenfinden auf einer Ebene. Dass also wirklich diejenigen, die entscheiden, auch verantwortlich sind für das, was sie tun. Das Dritte, dazu gehört, dass man nicht einfach rausgehauen wird, also dass andere für einen einstehen, dass man sich darauf nicht verlassen kann. Ist ein wesentliches Element. Also nicht wie jetzt beim Beispiel Credit Suisse. Dadurch entsteht ein hohes moralisches Risiko, wenn man das macht. Manchmal kann man nicht anders, aber dann muss man sich dessen bewusst sein, was diese Anreize sind und wie sie wirken. Es kommt auf der anderen Seite hinzu, dass man Solidarität im Finanzausgleich braucht, über den Finanzausgleich braucht. Und dann drittens, der dritte Bereich sind eben diese akkommodierenden Bundesinstitutionen, die eine wichtige Rolle spielen. Das Thema Wettbewerbsfähigkeit haben Christoph Schaltegger und ich in unserem Buch 2017 behandelt, das im Auftrag der CH-Stiftung und der Kantonalbanken entstanden ist. Wir haben uns vor allen Dingen auf diese vier Bereiche des Föderalismus gestürzt, also auf das, was dezentral relevant ist. Das ist einerseits die Fragmentierung innerhalb des Systems, wenn man die Kantonsebene betrachtet, also vor allen Dingen auch auf die Gemeindeebene hin. Zweitens, wie sind die unterschiedlichen Dezentralisierungen auf der Ausgaben- und Einnahmenseite? Drittens, ich habe ihn schon genannt, der Steuerwettbewerb, die großen Unterschiede in der Steuerbelastung, die in der Schweiz eine Rolle spielen. Und dann viertens, dieses kooperative Element, die Transferzahlungen. Das blendet manches aus. Es geht vor allen Dingen um die Beziehungen zwischen den Kantonen. Und die Gemeinden als Teil der Kantone spielen hier eine Rolle. Und insofern sind diese vier Bereiche auch Platzhalter für manches, was man damit verbinden kann, also die Transferzahlungen eben als Platzhalter für den kooperativen Föderalismus, wenigstens ein Stück weit. Was wir zunächst gemacht haben, wir haben die bisherigen Ergebnisse versucht, so übersichtlich wie möglich darzustellen. Wir haben klar gemacht, es gibt im Schweizer Föderalismus einen intensiven Wettbewerb. Das ist nicht in allen Bundesstaaten der Fall. Es gibt allerdings auch Einheitsstaaten, in denen Wettbewerb zwischen dezentralen Gebietskörperschaften da ist, zwischen nachgeordneten Gebietskörperschaften. Da war immer die Frage, wie wirkt sich das aus auf Verschuldung, auf Einnahmen, Ausgaben. Sie sehen das hier auf der Folie. Ich will nicht durch alles durchgehen, weil meine Zeit dafür nicht reicht, aber die Folien können Sie im Nachhinein als PDF zur Verfügung gestellt bekommen und dann sehen Sie diese Übersicht über die Tabellen. Was durchaus nochmal von besonderer Bedeutung ist, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, sind nicht nur die Auswirkungen auf wirtschaftliche Variablen wie Einnahmen, Ausgaben beispielsweise, sondern darüber hinaus, was uns ja noch mehr interessiert, ist das ein effizienteres System und hat dadurch einen Wettbewerbsvorteil? Wie wirkt es verteilungsmäßig? Also eben kam das Stichwort Polarisierung. Gehen die Kantone weiter auseinander oder sehen wir das auf der lokalen Ebene etwas stärker? Müssen wir das gesellschaftspolitisch noch viel stärker in den Blick nehmen? Und interessanterweise haben wir eben auch die Zufriedenheit mit dem System, die ein Element der Effizienz sozusagen darstellt. Ja, wenn man Nachfrage nach bestimmten öffentlichen Leistungen hat, dann ist ja die Zufriedenheit mit diesen öffentlichen Leistungen ein wesentliches Element der Effizienz des Systems. Das zur Übersicht. Was ich jetzt machen möchte, es in drei kurzen Schritten Ihnen einen kleinen Überblick zu geben, was wir konkret dann im Weiteren gemacht haben, also an zusätzlichen Analysen durchgeführt haben. Wir haben das aufgeteilt, eigentlich schon klassisch, wie man das in der Finanzwissenschaft, also in der Lehre vom Staat, in der ökonomischen Lehre vom Staat macht, indem wir das aufteilen in Stabilisierung, also makroökonomische Fragen sind damit berührt, Verteilungsfragen, und die Effizienzfragen, also die Allokation. Und aus allen drei Bereichen ein paar Schlaglichter dazu. Ja? Ich fange mit Stabilisierung an. Wir haben natürlich weitergearbeitet daran. Jetzt sehen Sie das hier, 21 haben wir das veröffentlicht.
Was wir uns hier anschauen wollten, ist ein Thema, das insgesamt in der Literatur eine große Rolle spielt, nämlich wie stark versichert denn ein solches föderalistisches System gegen Schocks? Es kann ja sein, nehmen Sie die Banken, eine Bankenkrise, das trifft bestimmte Gebietskörperschaften stärker, weil die Banken dort eine viel größere Rolle spielen. Ja? Einfach weil die Beschäftigung dort konzentriert ist. Also der Kanton Zürich wird stärker betroffen sein von einer Bankenkrise als der Kanton Appenzell-Innerrhoden. Könnte eine Behauptung zumindest sein. Ja? Dann ist die Frage, wirkt sich das System, so wie es insgesamt ausgestaltet ist, so aus, dass die ökonomischen Auswirkungen eines solchen Schocks abgefedert werden oder nicht? Ja? Wenn man nur ein rein dezentralisiertes System hätte, dann wäre die Befürchtung da, dass eine einzelne Gebietskörperschaft unzureichend auf die Schocks reagieren kann. Wir haben das diskutiert in der Europäischen Union, als es um die Architektur der Währungsunion ging, im Hinblick auf eine sogenannte Fiskalkapazität auf europäischer Ebene. Ja? Und es ist tatsächlich auch in der Corona-Krise zum Tragen gekommen, weil Italien stärker vom Corona-Schock wirtschaftlich betroffen war als andere Staaten. Also hat man eine Fiskalkapazität geschafft, nämlich Next Generation EU, so heißt das sehr schön, NGEU, dass das dann akkommodieren soll. Ja? Das heißt, da hat man sozusagen ein Transfersystem geschaffen, so wie der Finanzausgleich eines ist. Finanzausgleich ist ein solches Element, mit dem man dann zwischen den Kantonen bei asymmetrischen Wirkungen von Schocks ausgleichen kann. Das machen aber auch andere Elemente. Und es gibt vor allem zusätzlich über die staatlichen Versicherungselemente eben auch private Versicherungsinstitutionen. Also indem es über Grenzen der Gebietskörperschaft hinweg Beteiligungen gibt. Ja? Dass Unternehmen oder Individuen im Kanton A an dem Unternehmen im Kanton B beteiligt sind, das dann vielleicht etwas stärker betroffen ist. Oder über die Kapitalmärkte, weil das Bankensystem, das Finanzsystem entsprechend einen Ausgleich schafft. Das sind so die wesentlichen drei Kanäle, die man sich anschauen kann. Was wir gemacht haben, wir haben uns das für die Kantone betrachtet, haben nach der klassischen Vorgehensweise aufgeteilt in die Komponenten Umverteilung und Stabilisierung und dann feststellen können, dass erstens eine relativ knappe Umverteilungswirkung von 20% stattfindet. Das heißt also, dass langfristig kantonale Einkommen von einem Franken unter nationalem Durchschnitt werden durch fiskalische Mechanismen auf 80 Rappen reduziert. Ja, also wenn der Schock kommt, wenigstens ein Teil davon greift man damit auf. Die Versicherungsfunktion ist aber relativ gering. Ja, also was an Versicherung stattfindet, die Stabilisierungswirkung, die da zustande kommt, die liegt nur bei knapp 10%, nicht ganz sogar. Gut, wenn man die unterschiedlichen Analysen durchführt, gibt es auch eine Verteilung von Schätzern, aber ungefähr 10%. Das ist im Vergleich zu anderen Föderalstaaten die niedrigste Quote, die wir zwischen den Gebietskörperschaften als Versicherung feststellen können. In Deutschland ist sie höher, in den USA ist sie höher. Das Zweite ist der Bereich Verteilung. Da gibt es immer wieder das Problem, dass ja, wenn Wettbewerb zwischen Gebietskörperschaften existiert, der Sozialstaat unter Druck geraten könnte. Das einfachste Beispiel dazu, zur Illustration, Sie haben zwei Gebietskörperschaften mit unterschiedlich hohen Steuersätzen und unterschiedlicher Transferintensität. Ich nenne jetzt keinen Kanton wirklich, ich sage einfach Kanton A, damit das nicht irgendwie schief kommt. Ja. Sagen wir mal, im Kanton A haben Sie hohe Einkommensteuersätze und es werden auch hohe Transfers gezahlt. Im Kanton B niedrige Einkommensteuersätze und niedrige Transfers. Und dann ist ja ein Anreiz da, zu wandern, nämlich für diejenigen mit hohen Einkommen in den Kanton mit der niedrigen Einkommensteuerbelastung und für diejenigen aus dem Kanton B, die Transferempfänger sind und sehen, da kriege ich viel mehr, dann könnten sie eben in den anderen Kanton wandern. Ja, es ist in der Realität alles viel, viel komplizierter, weil wir ja nochmal verschiedene Mechanismen haben, die Friktionen hervorrufen und Ähnliches. Aber der Anreiz ist zumindest da. Ja. Das ist intensiv diskutiert in der Literatur zu Wettbewerb. Was wir uns angeschaut haben, ist sehr, sehr lange, eine relativ lange Reihe der Kantone, aller Kantone über die Zeit, zur Einkommensverteilung vor Steuern und Transfers, zur Einkommensverteilung nach Steuern und Transfers und zur Umverteilung. Und was man sagen kann, ist, wenn man sich das, aber das ist nicht 204, sondern 2014, Entschuldigung, 1945 bis 2014,
Was wir uns angeschaut haben, ist vor allen Dingen erstens, wie wirkt sich das auf diese unterschiedlichen Elemente aus? Und dann kann man feststellen, interessanterweise, und das ist auch besonders in der Schweiz im Vergleich zu anderen Staaten, dass die Einkommensverteilung vor Steuern und Transfers, also sozusagen die Verteilung der marktlichen Einkommen in der Schweiz, relativ gleicher ist als in anderen Staaten. Sowieso als in unitarischen Staaten, aber auch deutlich gleicher als in anderen Bundesstaaten, wie etwa Deutschland oder den USA oder Kanada. Ja? Das heißt sozusagen, die Prädistribution, das, was an Einkommensverteilung vor Steuern und Transfers zustande kommt, ist schon viel, viel gleicher. Ja? Und dann wird auch insgesamt weniger umverteilt. Nachher, am Ende, kommt auch eine Einkommensverteilung nach Steuern und Transfers raus, die gleicher ist als in vielen anderen Staaten der OECD. Aber die Musik spielt eigentlich in der Verteilung vor Steuern und Transfers. Und was wir dann feststellen ist, dass die Intensität des Wettbewerbs zwischen den Kantonen durchaus auch Effekte hat auf beides. Aber interessanterweise ist der Effekt auf die Umverteilung sehr stark davon abhängig, wie groß die Fragmentierung eines Kantons ist. Also wie sehr er in kleine Kommunen aufgeteilt ist. Und Sie sehen das hier so in dieser Abbildung ein bisschen dargestellt. Wir haben hier einen ungleichheitsverstärkenden Effekt durch Wettbewerb, wenn die Fragmentierung stark ist, also die durchschnittliche Gemeindegröße im Kanton deutlich geringer, unter 1000 fällt, so eine Benchmark, die wir statistisch-ökonometrisch ermittelt haben. Und darüber ist es eigentlich nicht mehr messbar. Da haben wir eher einen egalisierenden Effekt, aber eigentlich spielt dann der Steuerwettbewerb hat keine Wirkung mehr auf die Umverteilung. Und von daher sieht man nochmal das unterstrichen, die Musik spielt in der Prädistribution. Zum letzten Punkt, Verteilung, also Effizienzfragen. Also Sie verzeihen mir, Ökonomen sind einfach an Effizienzfragen interessiert, im Gegensatz zum Rest der Welt. Er ist nicht mein Lehrer im engeren Sinne gewesen, aber Zweitgutachter bei meiner Dissertation, Freddy Meyer, der leider voriges Jahr verstorben ist. Freddy Meyer sagte bei seiner Abschiedsvorlesung an der Uni St. Gallen, wenn man in der Politik nach Effizienz ruft, ist man im falschen Spiel. Das ist so, als ob man beim Jassen Schach ruft. Ja? Es geht eben um Verteilungsfragen. Und wir haben uns halt verschiedene Dimensionen angeschaut. Wir haben einerseits Wirtschaftswachstum bzw. gesamtwirtschaftliche Produktivitätsmaße betrachtet. Das ist der erste Aufsatz. Und da sieht man, dass insbesondere das Wettbewerbselement einen eher produktivitätssteigernden Effekt hat. Also gesamtwirtschaftliche Produktivität, Arbeitsproduktivität, kantonsweise gerechnet. Das Zweite, wir haben uns angeschaut, was passiert mit ausländischen Direktinvestitionen. Da kommt ja einerseits zum Tragen, dass ein System mit mehreren Ebenen komplizierter ist. Da weiß der ausländische Investor oftmals nicht, wen er ansprechen soll, den Bund, die Kantone oder die Gemeinden. Es kommt auch noch hinzu, wenn alle drei auf die gleiche Steuerbemessungsgrundlage zugreifen, dass es dann eine Übernutzung der Bemessungsgrundlage geben kann. Jeder belastet die Einkommen stärker. Auf der anderen Seite gibt es das wettbewerbliche Element, wie eben gesagt. Und das wirkt natürlich moderierend und disziplinierend. Und was wir hier herausfinden, ist, dass dieses zweite Element überwiegt, dass also aufgrund der Disziplinierungswirkung des Steuerwettbewerbs die so auf diese Weise dezentral organisierten Länder attraktiver sind für ausländische Direktinvestoren. Das Dritte, was wir anschauen, ist Regulierung. Da sind wir aber ein bisschen auf dem Deskriptiven geblieben, weil Regulierung zu messen uns dann am Ende auch zu heikel gewesen ist. Und wir machen ja schon viel, was so an Datenanalyse machbar ist und über das rein Experimentelle hinausgeht. Aber im vierten Schritt haben wir doch was Experimentelles gemacht, nämlich ein Feldexperiment. Wir haben einfache Fragen verschickt an Verwaltungen auf der regionalen Ebene von Ländern und auf der lokalen Ebene von Ländern, und zwar in den Staaten Frankreich, Italien, Deutschland und der Schweiz. Und wir wollten erstens herausfinden, immer verglichen mit einer Kontrollgruppe, die nichts von dem an Behandlung erfuhr, was ich jetzt nenne, nämlich einerseits, ob alles, was es so an Freedom of Information Acts gibt, also Offenlegungspflichten der Behörden gegenüber den Bürgern, ob das eine Rolle spielt.
Zweitens, ob es einen Unterschied macht, ob man als Bürger oder als Wissenschaftler fragt. Und dann nochmal die Unterschiede zwischen den Ländern. Und die will ich ganz kurz berichten. Wenn Sie sich das anschauen, also wir haben ja diese zwei Kombinationen und das dann für die Länder ausgewiesen, sind jeweils 1000 Politiker in 4 Ländern und wir haben immer zusammengearbeitet mit Kolleginnen und Kollegen aus den jeweiligen Ländern, damit die auch glaubwürdig als Bürger auftreten konnten. Interessant ist erstens schon mal pro Land geschaut. In Frankreich ist die Antwortrate am allerniedrigsten, gefolgt von Italien. Dann kommt Deutschland, da ist man schon nicht ganz bei 40%. In der Schweiz ist man bei knapp 50%. Also nochmal ein deutlicher Abstand zu Deutschland, aber da ist die Verwaltung in diesem Sinne am responsivsten. Wenn man sich das anschaut, mit Hinweis auf die Gesetzesgrundlage, das steigert im Vergleich Deutschland versus Schweiz typischerweise auch die Responsivität. In beiden Staaten ist das so, dass wir hier eine Steigerung haben. Wenn man als Bürger fragt, kriegt man eher Antwort als als Wissenschaftler. Ja. Und gut, bei den Gebietskörperschaften, die Kantone haben offenbar umfangreichere Verwaltungen als die Gemeinden und können dann entsprechend antworten. Ja. Gut, ich komme zum Schluss. Unsere Ergebnisse sind ja vor allen Dingen mit Schweizer Daten entstanden. Und ich glaube, gerade weil die Frage eben auch aufkam, so der Blick von außen, die USA, gut, dass wir sie haben, das sage ich auch immer, wir könnten uns ja in Deutschland auch nicht alleine verteidigen. Also gut, dass wir die USA haben, aber wenn es die Schweiz nicht gäbe, selbst aus dem Blickwinkel der USA, dann müsste man sie erfinden. Denn diese Diversität, die die Schweiz bietet, die Dezentralität auch bei wichtigen Kompetenzen, etwa im finanzpolitischen Bereich, die hat so kein Staat, auch die USA nicht in gleichem Maße. Die US-Bundesstaaten sind über indirekte Steuern vor allem finanziert. Die lokale Ebene über die Property Tax, was eine umfangreiche Grundsteuer ist, mit viel stärkerem Vermögenselement. Natürlich gibt es auch US-Bundesstaaten mit Einkommensteuern, aber sie sind bei weitem nicht so wichtig für die Bundesstaaten, wie sie für die Schweizer Kantone sind. Und das auf so engem Raum, diese Intensität des Wettbewerbs zu haben, in jeder Hinsicht, das ist schon enorm. Ja? Also was man hat, wir haben die alte Evidenz zum Schweizer Föderalismus mit Steuerwettbewerb, mit Leistungswettbewerb, Ausgaben, Einnahmen und Strukturen sind davon betroffen. Wir haben technische Effizienz, die günstiger dabei ausfällt, höhere Lebenszufriedenheit und die Steuerehrlichkeit wird ebenfalls durch diese höhere Wettbewerbsintensität gesteigert. Was wir neu angeschaut haben, ist erstens, wie steht das Land da im internationalen Wettbewerb im Hinblick auf Direktinvestitionen, im Hinblick auf Wirtschaftswachstum und können eher günstige Ergebnisse feststellen. Wir stellen fest, dass hinsichtlich der zumindest Responsivität der Verwaltungen eine größere Bürgernähe da ist und das sollte im Grunde auch ein Effizienzelement sein. Bei der Regulierung können wir nicht ganz so viel sagen. Wie gesagt, es ist ein bisschen schwieriger, Regulierung zu messen und deswegen bin ich da ruhig. Beim Thema Einkommensumverteilung, die schädlichen Wirkungen des Wettbewerbselements sind bei weitem nicht so ausgeprägt, wie immer befürchtet. Im Gegenteil, das Wettbewerbselement wirkt günstig auf die Verteilung vor Steuern und Transfers, weil da versucht man die Menschen schon dazu anzuhalten, im wirtschaftlichen Wettbewerb am Markt erfolgreich zu sein, über bessere Bildung, über bessere Weiterbildung und so weiter. Und schließlich die Risikoteilung und Stabilisierung. Es gibt eine Stabilisierungswirkung des schweizerischen Föderalismus für die einzelnen Kantone, aber die privaten Stabilisierungselemente, Kapitalmarkt, Beteiligungen über gebietskörperschaftliche Grenzen hinaus sind wichtiger. Also im Großen und Ganzen kann man ein positives Bild des Schweizer Föderalismus zeichnen. Er ist erfolgreich. Er hat sich bisher in den Krisen als resilient erwiesen, dieser schnellen Abfolge unterschiedlicher Krisen. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass er das auch zukünftig tut. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch nochmal Gelegenheit, auf dem Podium auch ein bisschen Wasser in diesen Wein zu gießen. Vielen Dank. Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke, Herr Feld. Ich dachte jetzt gerade, bevor Sie das mit dem Wasser gesagt haben, es tut schon auch gut, das wieder mal so zu hören, gell? Und dann kommt es noch von extern und wir Schweizerinnen und Schweizer neigen gerne dazu, uns so ein bisschen in den Staub zu schmeißen und selber intern immer ein bisschen schlecht zu machen. Also vielen Dank.
das Wasser interessiert uns sehr. Nehmen Sie bitte Platz. Und ich bitte Frau Röhl und Herrn Schaltegger noch zu uns auf die Bühne. Herzlich willkommen, ein Applaus für Monika Röhl. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie da sind. So, ich sage gerne ein paar Sätze erst zu Monika Röhl, seit 2014 Vorsitzende der Geschäftsleitung von Economy Suisse. Der Dachverband der Schweizer Unternehmen vertritt die Interessen der Wirtschaft im politischen Prozess und setzt sich für optimale Rahmenbedingungen ein, habe ich auf der Webpage gelesen. Insgesamt vertritt Economy Suisse 100.000 Schweizer Unternehmen aus allen Branchen mit 2 Millionen Arbeitsplätzen in der Schweiz. Und wir haben es auch von Herrn Filiger schon gehört, Sie sind eine frühere Spitzendiplomatin, Sie kennen die Verwaltung. Oh Gott, ich hätte ja so gern gewusst, was Sie da jetzt immer gedacht haben, als wir über die Verwaltung gesprochen haben. Zum Beispiel aus Ihrer Zeit als Chefin des Leistungsbereichs bilaterale Wirtschaftsbeziehungen im Staatssekretariat für Wirtschaft SECO. Sie waren Delegierte des Bundesrats für Handelsverträge oder leiteten das Generalsekretariat des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung, WBF. Aus Ihrer Perspektive, worin liegen die Stärken der Schweizer Wirtschaft und was hat der Föderalismus konkret damit zu tun? Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Blick öffnen. Oder wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten, habe ich das Gefühl gehabt, wir sind wieder so in unsere Igel-Perspektive zurückgefallen und haben uns sehr stark mit uns selbst beschäftigt. Aber Fakt bleibt, wir sind als Land und als Wirtschaft erst recht international vernetzt, das wurde auch schon gesagt. Schweizer Unternehmen sind global tätig und das sind nicht nur die Großen, das sind auch sehr viele KMUs. Wir sind eine exportorientierte Wirtschaft in großen Teilen, wir sind nach wie vor ein wichtiger Direktinvestor. Und von dem her brauchen wir neben guten Rahmenbedingungen in der Schweiz auch guten Zugang zu den internationalen Märkten und auch gute Bedingungen für Investitionen. Jetzt, was die Schweiz anbetrifft, der Föderalismus, das wurde eben gesagt, hat ein wettbewerbsförderndes Element und das ist sicher wichtig für die Unternehmen. Es ist aber auch wichtig, dass die Nähe der Kantone zu den Unternehmen, ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor, weil die Wirtschaftsstruktur in den einzelnen Kantonen ist sehr unterschiedlich. Im Jurabogen ist das eine total andere Wirtschaftsstruktur als hier auf dem Platz Zürich oder in der Ostschweiz oder in den Tourismusgebieten. Und ich glaube, diese Nähe zwischen den kantonalen Behörden und den Unternehmen, das führt zu besseren Rahmenbedingungen und zu besseren Ausgangsbedingungen für die Unternehmen. Und dieser Wettbewerb im Steuerbereich, aber vielleicht über den Steuerbereich hinaus, ist wichtig, damit die Unternehmen selbst wettbewerbsfähig sind und innovativ bleiben. Auf der anderen Seite möchte ich doch ein bisschen ein B-Moll setzen. Es geht eben auch um Effizienz und ich glaube, man darf nicht einfach sagen, naja, die Politiker, die können ja eh keine Effizienz, also ist das uns egal. Ich glaube, wir müssen uns schon überlegen, ich bin eine überzeugte Föderalistin, aber wir müssen uns die Frage stellen, ist das System noch effizient, wird es überhaupt noch verstanden? Herr Filiger hat gesagt, die Zuständigkeiten sind verschlammt. Und ich glaube, das ist das Thema, wie können wir das System, ohne es in Frage zu stellen, besser machen, effizienter zu machen, zum Nutzen der Wirtschaft, aber auch zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger. Eine kleine Nachfrage, wenn Sie sagen, wird es überhaupt verstanden? Meinen Sie das jetzt konkret aus Unternehmensperspektive? Also nein, das meine ich für uns alle. Ich meine, der Kanton Graubünden schickt die neuen Regierungsrätinnen und Räte offenbar in einen Kurs am Föderalismusinstitut. Ich finde das super. Aber ich meine, kennen wir den Föderalismus in der schweizerischen Ausprägung? Wissen wir, dass es die Kantone sind, die dieses Land prägen? Ich habe kürzlich Bundeskanzler Thurnherr gehört, er hat eine Rede gehalten und hat eine Anekdote erzählt, wo ich auch dabei war, das ist mir dann in den Sinn gekommen. Da gab es, es gibt regelmäßig die Europa-Dialoge zwischen der Konferenz der Kantonsregierung
und dem Bundesrat. Und da hat ein erzürnter Präsident der KDK gesagt, La Suisse, c'est nous. Die Schweiz sind wir Kantone. Und ich glaube, das muss man mal begreifen, damit man einfach sieht, wie dieses System aufgegleist ist. Und wir sind in einem System, wo eben die Zuständigkeiten sich verwischen und auch die Verantwortung nicht mehr überall wahrgenommen und werden. Die Geldströme interessante Wege genau. nehmen. Wir kommen darauf zu sprechen. Ich möchte gerne noch Professor Dr. Christoph A. Schaltegger bei uns willkommen heißen, schon oft zitiert heute, Direktor des Schweizer Instituts für Wirtschaftspolitik, IWP, Ordinarius für politische Ökonomie an der Universität Luzern. Daneben lehrt er an der Universität St. Gallen zum Thema öffentliche Finanzen. Er hat auch in der finanzpolitischen Praxis gearbeitet, wir haben es gehört, im Finanzdepartement, als Kaspar Villiger noch in charge war oder dann als Referent von Altbundesrat Hans-Rudolf Merz. Christoph Schaltegger veröffentlicht regelmäßig in wissenschaftlichen Zeitschriften, verfasst Bücher, wir haben es gehört, ein Riesending haben Sie da zusammen publiziert, ist rege als wissenschaftlicher Gutachter tätig und zählt gemäß NZZ-Ranking zu den einflussreichsten Ökonomen der Schweiz. In aller Frage und Kürze bitte ganz simpel in diese Analyse, die Sie da zusammen erstellt haben mit Herrn Feld. Was hat Sie da am meisten überrascht? Ja, also wenn Lars Feld und ich auftreten, haben wir immer eine Rollenteilung. Er in der Schweiz versucht, das Schweizer System für Ausländer gehört sich das so zu loben und ich versuche ein bisschen zu kritisieren und in Deutschland machen wir das genau umgekehrt. Und ich glaube, das ist eine schöne Arbeitsteilung. Was mich bei diesen Analysen immer überrascht ist, Lars Feld hat es gesagt, wenn man die Zahlen sich anschaut, zeigt sich dieses System, also das Konstrukt, das konkrete Föderalismusdesign der Schweiz, als extrem widerstandsfähig und innovativ. Und eigentlich müsste man sagen, dann müssten die Politiker wahnsinnig happy sein mit diesem System, mit dem Ergebnis des Wettbewerbs. Aber das Gegenteil ist ja, was wir tagtäglich von der Politik hören. Unterschiedlichkeit, Diversität wird eigentlich wenig akzeptiert, sondern man findet dann entweder der, der es besonders gut macht, das müssen doch komische Gründe sein, warum er es gut gemacht hat. Da muss irgendwas, ist irgendwas nicht koscher. Oder es gibt solche, die eben im System dann weiter hinten rangieren. Das darf man dann gar nicht sagen. Es ist dieser Dialog, dieser politische, der dann zur Verschlammung führt, zu der Politikverflechtungsfalle. Und da finde ich den Kartellsbegriff, den Lars Feld gebracht hat, schon interessant. Oder? Das ist ein Reflex, der eigentlich, würde ich sagen, unseren Föderalismus in der Schweiz, natürlich in Deutschland und anderen Ländern auch, aber der macht ihn eigentlich kaputt. Oder weil man ist dann so in der organisierten Verantwortungslosigkeit zusammen und denkt, oh Krise, oh Probleme, und schiebt dann die Probleme auf die andere Ebene zu. Und das ist nicht die Kraft des Föderalismus, das Hin- und Herschieben der heißen Kartoffel. Die Kraft ist dass die fiskalische Äquivalenz, das Haftungsprinzip, ich bin als Politiker gewählt, um die Dinge zu erledigen. Ich habe dafür die entsprechenden finanziellen Mittel, ich habe die entsprechenden Kompetenzen, ich sollte sie auch wahrnehmen. Und ich glaube, da müssen wir uns mal wieder zurückbesinnen. Politik ist eigentlich nicht nur ein Wein von neuer Infrastruktur, sondern in der Krise Verantwortung wahrnehmen. Natürlich, Kaspar Villiger hat es, wenn Sie mir noch machen das Sie erlauben, noch, ich finde es spannend. Auch was Interessantes gesagt. Ich meine, die mit der großen Abrissbirne im Föderalismus unterwegs sind, sind natürlich nicht nur die Bundespolitiker und die Bundesverwaltung, sondern auch die Verbände. Oder? Man nimmt jetzt beispielsweise die OECD-Mindeststeuer oder die Kinderkrippenfinanzierung. Sie wirkt wenig, sie ist eine Duplizierung. Ist eigentlich klar, wer dafür verantwortlich sein sollte, ist auch klar, wer das machen kann, wer es bereits tut. Trotzdem, die Bundesebene soll es nochmal machen. Und ich glaube, hier bräuchte man auch Verbände, die Verantwortung Sie darf wahrnehmen. Was sagen. Sie darf was sagen, weil ich sehe, ja. Es klopft hier schon so ein bisschen, wenn Sie sagen, mit der Abrissbirne, mit der ja, Abrissbirne gegen den Föderalismus, also Frau Müll. Früher oder später kommen wir immer zum Thema, dass die letztlich sind die Verbände schuld, ich bin mir dessen... Die Medien auch, habe ich gelernt. Ja, genau, also genau, von dem her. Oder ich meine,
Also wenn Sie jetzt Economy Suisse anschauen, wir sind föderal aufgestellt oder wir sind geboren aus der Bewegung der Handelskammern. Und die Handelskammern sind typisch kantonal und regional verankert. Und die haben vor über 150 Jahren gesagt, wir brauchen eine schweizerische Struktur. Daraus ist dann der Vorort entstanden. Also von dem das her, war damals der sogenannte 8. Bundesrat, das oder? Das war damals der sogenannte 8. Mhm. Bundesrat. Also das ist die Geschichte. Von dem her, wir haben, auch wenn wir ein nationaler Verband sind, auch heute noch unsere kantonalen Vertretungen, sie sind eigenständig und die agieren eigenständig und die haben auch den Austausch mit den Kantonen. Jetzt, du hast ganz viele Themen angesprochen, also die Kita-Finanzierung. Ich bin jetzt schon etwas erstaunt, dass wir da schuld sein sollen. Also die Kinderbetreuung ist eine Zuständigkeit der Kantone. Und jetzt soll ganz viel Geld gesprochen werden vom Bund. Und dann hat der Bund irgendwann, wahrscheinlich das Parlament, gefunden, es braucht eine Anstoßfinanzierung. Dann hat man über, glaube ich, 10 Jahre Anstoßfinanzierung gemacht. Schon das ist ein Widerspruch per se. Und jetzt hat man gesagt, naja, also jetzt nehmen wir das in die Hand seitens des Bundes und zahlen noch mehr. Und die Kantone, die haben gesagt, vielen Dank, ihr zahlt. Eigentlich hätten die Kantone sagen müssen, wisst ihr was? Das ist unsere Zuständigkeit, wir lassen die uns nicht nehmen. Und von dem her, das ist eben dort, wo ich finde, die Verschlammung stattfindet in den Zuständigkeiten, weil die Kantone können nicht einfach sagen, wenn Bundesgeld fließt, naja, dann ist ja egal, dann sind wir halt nicht mehr zuständig. Ja, aber die Kantone geben ja auch sehr großzügig dann wieder aus den erwarteten Einnahmen aus der OECD, die Mindeststeuerreform 25% an den Bund. Weiter ist doch ein fröhliches Hin und Her eigentlich, oder ist das ein Beispiel für die Verschlammung? Das ist interessant, oder? Bei der Kindergeldfinanzierung, die Kantone sagen, aber die Wirtschaft sagt ja, wie sie wollen es. Und also du wir sagst haben jetzt, das nicht die Kantone gesagt. Wollen es wir ja haben so. Das nicht oder gesagt. Das ist diese organisierte Verantwortungslosigkeit. Ja, der andere möchte ja, aber ich, also ich wasche meine Hände in Unschuld. Oder das ist genau dieses Verschlammen des Föderalismus, der andere soll doch zur OECD-Mindeststeuer. Das ja, ist das zweite Beispiel. Das ist eine klassische Verschlammung, gell? Also das danke für diesen Begriff also übrigens, Herr Feliger. Vielleicht, bevor Christoph Schaltegger weiter auf uns herumhackt. Also wir haben gesagt, von Beginn weg, 100% der allfälligen zusätzlichen Einnahmen sollen bei den Kantonen bleiben. Wir wurden schlicht und einfach nicht gehört. Und die Kantone selbst, die Finanzdirektorenkonferenz, hat gesagt, naja, 25 darf bei Bund bleiben und 75 behalten wir bei uns. Also da habe ich jetzt also wirklich überhaupt keine Verantwortung. Doch, für mich auch weil nicht schlecht. Es geht nicht und um die Finanzierung, es geht um die Gesetzgebungskompetenz, die zusammen mit der Finanzierung fallen muss. Es ist eine kantonale Steuer, man kann es kantonal umsetzen, man muss es kantonal umsetzen, so oder so. Ich glaube, der Zuger Finanzdirektor hat das Richtige gemacht. Er hat gesagt, ob jetzt diese Bundeslösung kommen wird oder nicht, who cares, ich setze es mal kantonal um. Eigentlich sollten ihm alle anderen Kantone jetzt folgen. Es ist eine kantonale Frage, die eigentlich die Kantone umsetzen sollen. Aber dann sagen Sie mir, darf ich schnell fragen? Wenn die Finanzdirektorenkonferenz hinter diesem Entscheid steht, 25% nach Bern zu schicken, was ist das Interesse dran? Warum? Ja, das ist doch einfach, oder? Die Finanzdirektorenkonferenz, die ist ja ein Kartell. Und dieses Kartell möchte keinen Wettbewerb, oder? Das ist unangenehm. Und wenn Sie einmal dabei waren beim Finanzdirektorenkonferenz, da sitzen hinten die Bundesbeamten und dann wird vorne zuerst einmal das Loblied über den Föderalismus abgesungen und dann und jetzt OECD-Steuerreform. Dann dreht man sich um und hinten sind die Bundesbeamten und die Bundesverwaltung sagt dann,
Also ohne uns gibt es keine Lösung. Und wir stellen das vor und dann kommt die Wirtschaft und sagt, also eine dezentrale Lösung dieser Steuerreform, um Gottes Willen, das können die Kantone doch nicht, die sind doch gar nicht kompetent. Und dann sagt die Finanzdirektorenkonferenz, dann wird der Kopf wieder gedreht nach vorne und dann sagt man, ja, alle wollen diese Bundeslösung. Jetzt also vielleicht einfach zur Erklärung. Und ich meine, Christoph Schaltegger, du kannst jetzt schon mit der akademischen Reinheit hier dozieren. Aber Fakt ist, die Realität ist so, dass jene Unternehmungen, die betroffen sind von dieser OECD-Mindestbesteuerung, das sind ja nur die Großen, viele von diesen haben Sitze in verschiedenen Kantonen. Und die Mindestbesteuerung gilt für eine solche Unternehmung über die verschiedenen Sitze hinweg in den verschiedenen Kantonen. Also die Kantone selbst können das nicht unter sich ausmachen. Da braucht es den Bund, der hier eine koordinierende Rolle hat. Und ich glaube, das ist auch richtig, weil sonst ist das nicht umsetzbar. Wo aber das Geld, die Zusatzeinnahmen dann hinfallen, das ist der Punkt. Da haben wir gesagt, die zusätzlichen Einnahmen sollen dort hinfallen, wo die Steuern angehoben werden müssen, um diese Vorgaben der OECD-Mindestbesteuerung einzuhalten. Im Sinne des Föderalismus, weil der Kanton Zug ist einer dieser Kantone, der kann selbst am besten entscheiden, wie er diese zusätzlichen Einnahmen zugunsten attraktiver Standortbedingungen in seinem Kanton investieren will und eben nicht eine Bundesstelle. Darf ich mal fragen, damit wir einen Schritt weiterkommen. Befürchten Sie eine zunehmende Steuerharmonisierung und was sind dann die Konsequenzen? Ich weiß es nicht, wer dazu was sagen möchte. Soll ich was sagen? Ja, Sie saßen also jetzt auch so und haben vor sich so hingesmiled und ich dachte, was denkt er jetzt, der Herr Feld? Er muss jetzt wieder loben. Nein, ich lobe nicht. Also ich meine, ich habe mir einfach nochmal vorgestellt, wie das alles in Deutschland abläuft und habe gedacht, also ja, Sie sind schon auf einer Insel der Glückseligen hier. Ja. Das muss man schon deutlich sagen. Ja, also ich meine, diese Verschlammung, wie Sie Kaspar Villiger nennen, die haben wir ja schon seit Jahrzehnten und sie lässt sich gar nicht auflösen. Also wir haben, wie ich eben sagte, in Deutschland auf der Einnahmenseite ein System, in dem es so gut wie keinerlei Kompetenzen der Länder oder der Kommunen gibt bei der Besteuerung. Ja, die nehmen zwar dann, und das ist eine Einnahmekompetenz, sie nehmen diese Steuereinnahmen ein, aber sie bestimmen weder über die Sätze noch über die Bemessungsgrundlagen. Das machen nur die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auf Bundesebene. Das ist ja keine echte zweite Kammer der Bundesrat, sondern das sind nur die Regierungschefinnen und Chefs, wie es neuerdings heißt, die entscheiden zusammen mit dem Bund. Und dann kommt natürlich am Ende auch was anderes raus, ja, als in diesem System. Also von der Perspektive aus gesehen kann ich ganz klar sagen, ich fürchte mehr Steuerharmonisierung in jeglicher Form. Und muss auch sagen, es gibt eine gewisse Mindeststandards bei den Bemessungsgrundlagen. Das hat das Steuerharmonisierungsgesetz in der Schweiz gemacht. Der Zwang, der nun von der OECD kommt für die Mindeststeuer, eben auch bei den Sätzen, halte ich für kontraproduktiv. Und was man im Grunde ja macht, international, wenn man es genauer betrachtet, ist das ja klassisch. Da diskutieren wir ja auch ewig schon über den Steuerwettbewerb, genauso lange wie in der Schweiz. Ja, Sie können, für die Schweiz können Sie das nachvollziehen in einem alten Buch, 1890, Georg von Schanz, die Steuern der Schweiz. Damals wurde schon über Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen geklagt von den Regierungspräsidenten. Ja. Und von den Kantonsregierungen. Und genauso ist es international, das diskutieren wir auch schon ewig, dieses Problem des Steuerwettbewerbs dort. Und was jetzt zustande gekommen ist als Einigung, ist eine, die eigentlich nur die Mindeststandards der USA nachvollzieht und sonst nichts. Ja? Da kann man jetzt sagen, gut, dass wir die USA haben, in dem Fall würde ich sagen, nicht unbedingt. Ja? Da sehen wir auch, das hat immer zwei Seiten. Man hat mir mit Zeichensprache versucht, etwas mitzuteilen. Ich versuche das jetzt mal zu übersetzen. Soll der Herr Ratgeber ein Mikrofon bekommen? Super. Da sind Zettel hochgehalten worden und so. Ich habe eine Weile gebraucht, er möchte gar kein Mikrofon. Ich kann vielleicht noch etwas sagen zum Steuerwettbewerb. Also wir stehen hinter dem Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen. Also das, wir befürworten das und ich möchte das in aller Deutlichkeit sagen. Jetzt hat die OECD beschlossen,
den Steuerwettbewerb für große Unternehmungen eigentlich auf internationaler Ebene auszuschalten. Es gibt eine Mindestbesteuerung von 15%. Wir finden das nicht toll, aber wir müssen das umsetzen, weil dann können wir diese zusätzlichen Steuern in der Schweiz einverlangen, weil wenn wir es nicht tun, dann wird das Ausland tun. Und wir wollen diese zusätzlichen Einnahmen bei uns behalten und sie nicht ins Ausland abfließen lassen. Das ist unsere Position. Okay, jetzt sind wir da fein, Herr Rathgeb? Ah nein, jetzt hat er doch ein Mikrofon. Ich werde hier immer wieder überrascht. Ja gut, also die Frage war, Sie wollen wissen, wie das an dieser Finanzdirektorenkonferenz lief und wo ich hingeschaut habe, wahrscheinlich, oder? Aber am Schluss hat die Quote, hat der Bund festgelegt, das Parlament festgelegt, haben wir nicht in der Finanzdirektorenkonferenz festgelegt. Es war für uns auch klar, wir kennen den Grundsatz der fiskalischen Äquivalenz, wir kennen aber auch die politischen Mechanismen, die wir haben. Was wäre mit einem Antrag der Finanzdirektorenkonferenz auf 100% Mittel bei den Kantonen passiert? Was wäre das für ein Signal gewesen gegenüber den Parlamentariern im Bundesparlament? Ich glaube, das hätte die Lösung am Schluss 50-50 unterstützt. Und wie es halt ist, der Kompromiss war der, für uns war politisch die Machbarkeit, ich sage jetzt angrenzend den Grundsatz der fiskalischen Äquivalenz zu erreichen, war dieser Kompromiss. So liefen die Diskussionen. Aber ich meine, es ist klar, ich sage es noch einmal, der Grundsatz der fiskalischen Äquivalenz anzustreben und durchzuziehen, der Verschlammung entgegenzutreten, ist auch das Bestreben, das wir haben, insbesondere von Seiten der Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren. Aber dann gibt es die sektoralpolitischen Sichtweisen und eben die Mechanismen, dass wir ja nur angehört wurden im Hinblick auf die politische Entscheidfindung. Und wir haben versucht, wir haben ausgelotet, können wir mit 100%, haben wir mit 100% eine Chance? Und die Rückäußerungen, und da haben wir nicht nur nach hinten, da haben wir nach vorne, nach rechts und in alle Richtungen geschaut, war die, wenn ihr mit einer radikalen Lösung kommt, nachdem auch der Bund in Sachen Covid, und das hat Bundesrat Maurer richtig gesagt, sehr großzügig gegenüber den Kantonen Finanzierungen übernommen hat, und jetzt kommt ihr in dieser Situation und verlangt noch hier bei der OECD Mindestbesteuerung 100% für euch, dann habt ihr am Schluss sonst nichts. Und das war der Kompromiss, wo wir gesagt haben, gut, das Maximum, das wir politisch herausholen können, ist 75%. Und einmal mehr natürlich dann unter Verletzung des Grundsatzes. Vielen Dank. Nur, ganz kurz noch, und dann irgendwann sollten wir vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Ja. So. Nur, vielleicht ist das ein Schritt weiter, den man einfach auch immer im Blick haben muss. Für kurzfristige Ad-hoc-Maßnahmen, die einmalig gewährt werden, eine dauerhafte Strukturveränderung zu gewähren, ist meines Erachtens falsch. Und das sieht man hier deutlich. Also Sie haben das Beispiel genannt, die Covid-Maßnahmen kommen alle, da zahlt der Bund unglaublich viel an die Kantone. Und dafür geben wir ihm jetzt dauerhaft 25% der Einnahmen aus der Mindestbesteuerung. Das ist genau das. Ja? Und wir kennen das andauernd. Das führt zu der Verschlammung, die Kaspar Villiger beschreibt. Ja? Da gibt es eine Anfinanzierung für einen bestimmten Bereich, damit übernimmt dann aber die Bundesebene auch zusätzliche Kompetenzen und dann redet sie dauerhaft rein in diesem Bereich, wo sie eigentlich nichts zu suchen hat. Ich möchte schnell zwei Menti-Umfragen hier noch einpflanzen. Und zwar haben Sie ja vorhin in Ihrem Referat auch über das Wandern zwischen den Kantonen bezüglich, wo habe ich denn den tollsten Steuervorteil. Uns würde interessieren, haben Sie Ihren Wohnort aufgrund Steueroptimierung gewählt? Sie müssen also nicht die Hand hochhalten, Sie können das jetzt digital machen. Das hilft vielleicht bei der Beantwortung ein bisschen. Also nochmal die Frage, haben Sie Ihren Wohnort aufgrund Steueroptimierung gewählt? Und dann haben wir nachher, spielen wir gleich noch die zweite ein. Oh nein. Wow. Lauter Patrioten. Jetzt würde Herr Feld wieder sagen, die Schweiz ein Land der Glückseligen. Ist uns doch egal, wo wir hier mehr Steuern bezahlen. Das machen wir gerne, Herr Feld. Nein, Sie haben ja eine Selektion von bestimmten Menschen.
Wundert, ganz kurze Replik hier auf dieses Resultat. Nein, also ernsthaft, das ist ein Selektionsmechanismus, der hier wirkt. Wenn Sie jetzt noch einmal, also erstens repräsentativ fragen würden oder eine stärkere Repräsentation derjenigen, die gerade hier in Zürich in international tätigen Unternehmen aktiv sind, dann würden Sie was anderes sehen. Man muss ja auch hinzufügen, es ist natürlich im Steuerwettbewerb auch ein bisschen komplizierter. Dadurch, dass sich Unterschiede der Steuerbelastung in den Mieten und in den Häuserpreisen kapitalisieren, lohnt sich das Umziehen dann tatsächlich nur für Personen mit höchsten Einkommen. Und nach dieser OECD-Mindeststeuerdebatte wollen wir noch schnell den zweiten Mentimeter einspielen. Darf ich dazu noch was sagen oder ist das jetzt fertig? Wollen wir noch schnell den Mentimeter oder wollen Sie das vorher sagen? Sie sind Chef. Ja, stimmt eigentlich. Genau. Ich wollte gerade mit der Verantwortung auch weiterreichen, weil man das ja jetzt so macht. Was haben Sie gesagt? Geordnete Verantwortungslosigkeit oder wie war das? Ja, aber so ich übernehme jetzt. Sagen Sie noch was. Organisierte Verantwortung. Ah, organisierte, genau. Zur OECD-Mindeststeuerreform wollte ich nur sagen, ich habe ja ganz am Anfang, als das Projekt kam und ich meine, als klar wurde, dass die Schweiz das übernehmen musste, hatte ich gejubelt, weil Bundesrat Maurer kam und sagt, das wird eine föderalistische Lösung werden. Und der Reflex ist natürlich dann immer der gleiche gewesen, dass man gesagt hat, okay, aber legiferieren tut mal der Bund. Der Bund, ich meine, wenn man sieht, was er gemacht hat, er macht eine Verfassungsbestimmung, die alle Steuergrundsätze über Bord wirft. Das ist absoluter Irrsinn eigentlich. Und nachher diskutiert man in der Finanzdirektorenkonferenz von diesen Zusatzeinnahmen. Wie viel wollen wir denn davon? Das ist doch nicht Föderalismus. Das Entscheidende wäre gewesen, den Steilpass aufzunehmen und dezentral zu legiferieren. Denn ein Kantonsparlament mit einer Verfassungsvorgabe, was sollen die noch machen, außer abwinken? Das ist doch kein Föderalismus mehr. Da winken sie einfach die Verfassungsvorgabe durch. Das wäre die richtige Lösung gewesen. Und zum anderen wegen der verschiedenen Sitze in verschiedenen Kantonen, da gibt es ja Mitgliedfirmen von Ihnen in der Beratungsbranche, die bereits schon Tools ermittelt haben, wie man das aufteilen könnte. Also es wäre quasi ein Business sogar geworden, wenn man das dezentral aufgezogen hätte. Jetzt sind wir natürlich wieder in dieser organisierten Verantwortungslosigkeit. Gut, aber Beratungsfirmen machen nützliche Arbeit, aber sie haben keine Entscheidkompetenz. Also, und das ist ja der Punkt. Vielleicht sollte Bundesrat Maurer auch noch etwas sagen dürfen, wenn er schon angeschuldigt wird. Ich habe ihn doch gelobt jetzt gerade. Ich habe gar nicht angeschuldigt. Genau, so kommt es ganz unterschiedlich an. Geben Sie doch das Mikrofon noch schnell zu Herrn Maurer. Er freut sich wie wahnsinnig, jetzt noch was zu sagen. Das Ergebnis ist einfach schweizerische Politkultur und der Kompromiss. Wir haben ja 2 Jahre im Voraus in einer Kommission mit den Städten, mit den Kantonen gearbeitet und Lösungen gesucht. Und diese Lösung, die jetzt auf Verfassungsstufe basiert, hat schon auch etwas, weil es braucht die Koordination aller Kantone, weil es gibt Firmen, die sind nun einmal in 10, 12 Kantonen zu Hause, das braucht den Ausgleich, das kann der Kanton nicht oder müssen die Kantone das ausgleichen. Die Kantone haben sich dafür ausgesprochen, dass der Bund das macht. Wir sind dann gestartet, wie Herr Schaltegger das gesagt hat, mit 100% zu den Kantonen. Das war nicht mehrheitsfähig. Wir haben jetzt 25-75, wurde von Linksgrün abgelehnt im Parlament, mal 50-50 oder alles beim Bund. Und das ist der Kompromiss. Er ist tatsächlich nicht so schlecht, aber das muss man schon noch sagen. Er ist im Moment in der Verordnung festgeschrieben und es wird nachher eine Gesetzgebung geben, dann kann diese Diskussion noch einmal beginnen. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass sie dann anders ausfällt, weil dieser, ja, so ist bei uns das Leben. Es müssen am Schluss irgendwo alle zustimmen und dann ist es nicht immer lehrbuchmäßig. Dankeschön. Ja, schnell eine Frage. Eine Frage an die Regie, vielleicht Daumen hoch. Ist die zweite Mentimeter-Umfrage ready? Ja, spielt die doch bitte mal ein. Genau, hier ist sie nämlich. Wie werden Sie am 18. Juni über die Mindeststeuervorlage abstimmen? Klar, verloren, oder? Ne? Eindeutig. Da bleibt ja Herr Schaltegger, wollen Sie dazu was sagen? Also ich wollte eigentlich nur dazu sagen, schauen Sie sich die Entstehungsgeschichte der Mehrwertsteuer an. Dort hat man es richtig gemacht.
Die Mehrwertsteuer ist eine Bundeskompetenz, der Bund legiferiert, die Einnahmen nimmt er ein und er gibt die Einnahmen aus. In Deutschland hat man auch das noch in der organisierten Verantwortungslosigkeit dann mit den Bundesländern, mit der Beteiligung etc. Aber dort hat man es richtig gemacht. Man hätte die OECD-Mindeststeuer auch wenn, auf Bundesebene lassen können. Aber dieses diese Verschlammung, dass jeder ein bisschen mitlegiferiert und dann, dass man sich nur über die Einnahmen streitet, horribile dictu, am Ende kommen gar keine Zusatzeinnahmen herein bei dieser Steuerreform. Ja, wir reden ja von angenommenen. Ja. Das haben wir einfach mal harmonisiert, ohne dass wir... Okay. Ich schlage vor, was wir jetzt machen, damit diese Fragen von Ihnen oder auch Ihnen zu Hause nicht umsonst eingegeben worden sind, machen wir jetzt mal schnell einen Hardcut hier und nehmen ein paar Publikumsfragen rein. Ja, klar. Und kurze Antworten bitte. Braucht es eine gebildete Mittelklasse für einen effektiven Föderalismus, ist zurzeit die am meist geratete Antwort mit 14 Daumen hoch, um es ganz ehrlich zu sagen. Wer will es also? Ja, klar. Gut. Ja. Oh. Es kommt ja nicht nur auf die Mittelklasse an. Ich bin froh, wenn alle gebildet sind. Ja, also, und da muss ich auch, ohne dass ich da mein Land irgendwie schlecht reden will, aber es hat sehr stark auch mit der politischen Kultur hierzulande zu tun, dass in der Schweiz durch viele Bildungsschichten hindurch die politische Bildung relativ stark ausgeprägt ist. Und die politische Kultur, die das prägt, ist die direkte Demokratie. Sie müssen besser informiert sein, wenn Sie abstimmen wollen. Und deswegen informieren Sie sich, weil der Anreiz da ist, zu informieren. Das haben wir in Deutschland nicht. Da zählt halt, ob der Kanzler die Haare gefärbt hat oder nicht. Der hat auch so viele zum Färben, oder? Ja, der jetzige nicht. Ich habe ja von dem Vorvorgänger extra geredet. Okay, gut. Also, schnell eine andere Frage noch an Sie. Oder an Sie alle natürlich, aber natürlich als Vertreter eines EU-Mitgliedlandes. Inwieweit lässt sich das Schweizer Modell des Föderalismus im Rahmen der EU oder in außereuropäischen Ländern umsetzen? Das hätten wir natürlich immer gern, gell? Auch so dieses Vorbild. Naja, die USA und zu einem gewissen Teil nach Kanada sind gar nicht so weit entfernt. Also natürlich sind immer sehr anders, aber wahrscheinlich sind wir in gewissen Bereichen näher an diesem Föderalismus als beispielsweise Frankreich, Spanien, Italien. Ja, Italien ist wieder ein bisschen anders. Ja, jedes Land ist verschieden. Also ich meine, das, was du jetzt genannt hast, die USA, Kanada, die Schweiz, das sind die klassischen Wettbewerbsföderalen, also die Staaten des Wettbewerbsföderalismus, jeweils mit ganz unterschiedlichen Spezifika. Ja. Ich habe das ja eben im Vergleich USA, der Schweiz schon mal angetönt. In der EU wird immer wieder aus bestimmten Richtungen diskutiert, dass die EU, wenn sie sich weiterentwickelt zu einem Bundesstaat oder weiterentwickeln sollte, sich doch am Schweizer Modell besser orientieren sollte als an anderen. Ich bin vorsichtig, weil ein föderales Gebilde wächst über die Zeit und das ist sehr, sehr schwer dazu denken, wir folgen einem bestimmten Modell. Also von daher halte ich mich dahingehend zurück und versuche immer nur in bestimmten Bereichen zu sagen, was passiert, wenn man die Weichenstellungen in die falsche Richtung stellt. Ja? Mhm. Mehr kann man, glaube ich, auch nicht machen, denn das muss sich ja letztlich, wenn ein solches System Akzeptanz haben soll in der gesamten Bevölkerung, und das würde ja heißen in der gesamten europäischen Bevölkerung, die durch die EU organisiert ist, dann müssen auch die Länder damit zufrieden sein, die eigentlich eher unitarisch regiert sind. Frau Rühl, wir haben eine Frage zur Resilienz. Sie haben das ja vorhin auch angesprochen. Ist Föderalismus resilient, weil er einfach so langsam ist, dass er immer Recht bekommt? Ich glaube, man hat die Schwächen des Föderalismus sehr gut gesehen in der Corona-Krise. Dort hat man gesehen, wo es eben in diesem Zusammenspiel Lücken gibt, wo man Verbesserungen treffen soll. Und ich glaube, ich hoffe schon, es wurde ja vorher gesagt, dass es braucht eine Aufarbeitung und es sollten Konsequenzen gezogen werden, was können wir besser machen, damit wir für die nächste Krise gewappnet sind. Der Föderalismus in all seinen Strukturen, die bestehen, der funktioniert gut,
wenn es keine Krise ist, aber wenn eine Krise ist und wenn es rasch geht, Verantwortung zu übernehmen und Entscheide zu treffen, dann sind wir zu langsam. Da sollten wir effizienter sein. Ja. Mhm. Eine Frage an Sie. Wie hängen Föderalismus und Staatsquote zusammen? Sinkt die Staatsquote bei gut entwickeltem Föderalismus? Ja, eben, wenn er gut entwickelt ist, das würde heißen, dass eigentlich zwei Bedingungen verwirklicht sind. Erstens, nicht alle tun das Gleiche, sondern es hat eine Aufgabenteilung. Also was Bund macht, macht der Bund, und was die Kantone machen, machen die Kantone, was die Gemeinden machen, machen die Gemeinden, nicht alle das Gleiche. Und wenn die fiskalische Äquivalenz, dieses Haftungsprinzip eingehalten ist, ja, dann ist es natürlich auch kostensparend. Dann ist der Föderalismus mit seinem Wettbewerbselement und dieser Haftung, dann ist reduziert er die Staatsquote. Aber gleichzeitig, wenn man in der organisierten Verantwortungslosigkeit ist, hat man so einen Reflex in Föderalstaaten, wo keine Verantwortung übernommen werden muss für die eigenen Ausgabenentscheide, dass man so ein bisschen in den Beutejäger-Föderalismus kommt. Oder man versucht vom Bund irgendwelche Subventionen, Transfers, Unterstützungen zu erhalten, die man dann der eigenen Klientel, der eigenen Bürgerschaft als Wohltaten ausgießen kann. Und dieser Wettbewerb ist natürlich Staatsquoten steigernd. Also wenn man den Föderalismus richtig nach Verantwortungsprinzip aufstellt, auf jeden Fall. Mhm. Aber viele Staaten, da ist das halt in einer sehr starken Asymmetrie, und wir tendieren leider auch in diese Asymmetrie rein. Eine Frage an Sie, Herr Feld. Ist Föderalismus ein Konstrukt zwischen Agilität und Starrheit? Zerbricht oder erstarkt er, der Föderalismus, an dieser Spannung? Meines Erachtens kann der Föderalismus gerade mit diesen unterschiedlichen Elementen, den Wettbewerbselementen einerseits und den kooperativen Elementen andererseits, sich ganz gut zwischen diesen Spannungen behaupten. Schnelligkeit ist ja kein Wert an sich. Manchmal muss man schnell sein, aber oftmals ist es ganz gut, wenn man ein bisschen langsamer ist, dann muss man nicht auf jede Sau aufspringen, die durchs Dorf getrieben wird. Das sieht man sehr schön, es wird ja immer das Stichwort politische Führung genannt, die dann fehlt, weil man so lange reden muss und so und Kompromisse finden muss. Wenn man sich folgendes ungefähre Zitat vor Augen führt: Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand bestimmt. Das stammt von Carl Schmitt, dem Hofjuristen der Nationalsozialisten. Das ist eigentlich schon entlarvend. Mhm. Da war Politik als Theologie begriffen, ja, und bei Carl Schmitt. Und da kann man eigentlich froh sein, wenn man ein bisschen langsamer ist. Also vor dem Hintergrund würde ich eher sagen, man kann froh sein, ein System zu haben, das in diesen Checks and Balances agiert. Und vielleicht ganz kurz die Bemerkung zur Staatsquote. Barry Weingast, ein Politologe aus Stanford, hat gesagt, es gibt einen marktstützenden Föderalismus, und das ist der, der wettbewerblich ausgestaltet ist. Der hilft eigentlich den Privaten, ihre Vorhaben am besten zu entfalten und damit eben auch marktwirtschaftlicher voranzugehen. Dankeschön, danke für den Moment. Wir bringen die letzte Mentimeter-Umfrage, und da beziehen wir uns auf ein Zitat von Ihnen, Herr Villiger. Sie haben nämlich am Ende Ihres Referats gesagt: So ist denn der Föderalismus für die einen der heilige Gral gelebter Staatskunst und für die anderen längst überlebter Kantönligeist. Es ist der Zweck dieser Veranstaltung, dass Sie am Schluss wissen werden, wer recht hat. Und das wollen wir doch jetzt noch schnell überprüfen. Wir bitten Sie, Ihr Handy in die Hand zu nehmen, ein letztes Mal. Und dann schauen wir mal, war nicht da, ist buff. So. Oh. Oh, ich kann das gar nicht lesen. Heiliger Gral gelebter Staatskunst. 84, 85, also eine deutliche Mehrheit. Sind Sie zufrieden damit, Herr Villiger? Hervorragend, sagt er. Dankeschön an Sie. Dankeschön.
an Sie auf dem Panel für diese engagierte Diskussion. Danke auch nochmal an Sie, Herr Rathgeb, dass Sie das Mikrofon doch noch genommen haben und auch an Herrn Bundesrat Maurer. Wenn Sie vielleicht schnell sitzen bleiben wollen, ich habe noch ein paar Informationen an Sie, dann haben wir das gerade auch noch erledigt. Ich möchte Sie nämlich noch auf weitere Veranstaltungen des UBS Centers aufmerksam machen, auf drei ganz besonders. Am 26. Oktober ein öffentlicher Vortrag an der Universität Zürich von Wolfgang Schäuble. 7. November öffentlicher Vortrag an der Uni Zürich von Steven Pinker. 13. November findet das UBS Center Forum für Economic Dialogue zum Thema Democracies under Threat, Fragezeichen ohne Klammer, mit Daniel Ziblatt und vielen mehr statt. Und auf der Webpage des Centers finden Sie viele weitere Informationen, unter anderem auch den Webcast, den wir vorhin bereits erwähnt haben, von Herrn Schaltegger. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen auf dem Panel. Herzlichen Dank für die engagierte Diskussion, bei Ihnen allen, auch vom vorherigen Panel, bei Ihnen für die engagierte Mitarbeit und weiterhin einen schönen Abend. Adieu miteinander.